Einen wunderschönen guten Abend heute Abend zum I2B-Meeting. Live hier vor Ort im Zentrum für Kunst im Tabakquartier, aber auch live an den Bildschirmen draußen per Videoscreens. Wir werden heute Abend das Thema Führungskräfte bzw. Fachkräftemangel und Young Professionals haben. Was heißt Young Professionals? Junge Leute, die irgendwie jetzt versuchen, in den Arbeitsmarkt reinzudrängen. Ich werde versuchen, das zu moderieren. Mein Name ist Berthold Brunsen und ich bin ein Teil des Problems. Ich gehöre zur Boomer-Generation. Das sind die, von denen es viel zu viele gibt. Und das sind die, die so ganz allmählich jetzt anfangen, aufzuhören. Also rausgehen aus dem Arbeitsmarkt und hinterlassen eine Lücke, die die Young Professionals, die wir suchen, nicht füllen können. Und darüber wollen wir heute Abend reden. Aber bevor wir das tun, möchte ich Sie bitten, einmal nochmal sich umzugucken, wo wir hier sind. Wir sind hier im Zentrum für Kunst im Tabakquartier in Bremen. Eine wunderbare Location, wunderbare Räume, die Sie vielleicht vorher schon gesehen haben und vielleicht auch hinterher beim Get-Together noch sehen werden. Und es ist eine wunderbare Situation, dass wir die hier in Bremen haben. Und darauf können wir in Bremen auch ein bisschen stolz sein. Derjenige, der dafür verantwortlich ist als Kurator und als künstlerischer Leiter für das Zentrum für Kunst hier im Tabakquartier, ist Hans König. Und der möchte, ich glaube, heute Abend noch ein paar Worte zur Begrüßung sagen. Dankeschön, Berthold. Ja, vielen Dank. Ich darf Sie erstmal begrüßen im Namen der Kulturstaatsrichterin Carmen Emichholz, denn das hier ist ein Teil des Senats für Kultur und gleichsam auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche da sind, Nicole Nowak, Geschäftsführung, Lena Riechmann, die macht die Disposition und unsere technischen Mitarbeiter Arne Burhob und André Hikade. Wie Berthold Brunsen eben schon sagte, mein Name ist Hans König, ich bin Theaterregisseur und Autor und begleite das Zentrum in dieser Phase als Kurator. Und wie Sie sehen oder vielleicht gesehen haben, befinden wir uns hier gerade am Anfang aller Dinge. Das ist ein ganz toller Moment, denn in wenigen Wochen werden im ersten OG die ersten Künstlerinnen und Künstler einziehen, die Bildenden. Die haben da etwa 30 bis 35 Atelierplätze, die sie dann über 3 Jahre kostenlos beziehen. Und das sind auch Young Professionals, aber auch einige Old Professionals. Also da kommt es uns sehr stark auf die Mischung an, an der wir noch arbeiten. Parallel wird hier in diesen beiden Sälen und in den Proberäumen eifrig geprobt, musiziert, getanzt und Theater geprobt. Aber ab Sommer wird das eine ganz andere Dimension. Dann werden hier residierende Künstlerinnen und Künstler einziehen, Ensembles, professionelle, junge Leute in Mischung mit älteren, erfahrenen. Und hier wird dann ja, übers Jahr kreativ gearbeitet, hoffentlich ganz tolle Produktion erarbeitet. Und wir stellen uns vor, dass hier in diesem Haus eine inspirierende, für alle irgendwie auch herausfordernde Atmosphäre entsteht, sodass hier immer Höchstleistungen passieren. Das ist das, was wir uns vorstellen. Wir werden sehen, was die Realität zeigt. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie da sind. Ich freue mich über alle Menschen, die dieses Haus besuchen, die sich von den tollen Räumlichkeiten überzeugen können. Und dann später hoffentlich auch von unseren Produktionen und Produkten. Also behalten Sie uns auf dem Radar, kommen Sie immer wieder, erzählen Sie es rum und ansonsten wünsche ich Ihnen eine tolle, produktive Veranstaltung und einen schönen Abend. Bis bald. Vielen, vielen Dank, Hans König. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist heute. Gibt es heute Situationen, in denen Sie vielleicht überlegt haben, haben die zu wenig Menschen, haben die zu wenig Mitarbeiter? Bahn ist vielleicht nicht gefahren, der Termin beim Friseur hat nicht geklappt. Die Handwerker haben gesagt, wir kommen später oder vielleicht kommen wir auch gar nicht. Das sind alle Situationen, in denen Sie merken, da fehlen Menschen, da fehlen Fachkräfte, da fehlen Leute. Bundesweit sind es 630.000 Fachkräfte, die in Deutschland fehlen. Und in Bremen, sagt die Arbeitssenatorin Christina Vogt, sind es 36.000. Das sind Leute, die aus unterschiedlichen Gründen nicht da sind. Da gibt es verschiedene Gründe. Das ist Corona, da sind die mittlerweile weg. Sie sind ja nicht weg, aber sie sind nur woanders. Da gibt es den demografischen Wandel, über den habe ich gerade schon gesprochen. Wir werden über viele, viele Dinge reden und wir werden auch darüber reden, dass es umso schwieriger ist, Leute unterzubringen in Firmen, je höher die Qualifikation läuft. Aber auch andere Themen spielen eine gewichtige Rolle. Wir werden über die
sogenannte Generation Z sprechen oder neudeutsch Gen Z. Das sind die, die jetzt so allmählich in den Arbeitsbereich reinkommen. Und die kommen, und sie sind auch gekommen, aber nicht um zu bleiben, sondern die sind in der Regel diejenigen, die ganz, ganz schnell woanders hingehen. Wir werden Zauberworte hören über Arbeitsleben wie Sabbatical, Workation, wie New Work, wie flexible Arbeitszeiten etc. etc. Darüber werden wir heute in jedem Fall noch reden. Und wir werden das im Rahmen einer Podiumsdiskussion machen, wo ich einige Gäste noch begrüßen werde. Aber bevor wir das tun, wird erstmal derjenige zu uns sprechen, der sozusagen als Staatsrat bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa beschäftigt ist und heute Abend hier das ganz offizielle, nach dem ersten inoffiziellen, jetzt das ganz offizielle Grußwort sprechen wird, Kai Stürnberg. Ja, schönen guten Abend. Wir hatten gerade eben da drüben eine Veranstaltung zum Thema Corporate Influencing. Auch schon ein schönes Thema, was super zu dem heutigen Tag passt. Ich habe heute Morgen meinen Arbeitstag um 8 Uhr begonnen, weil ich eingeladen war in einer Bäckerei. Und ich wusste gar nicht viel über dieses Unternehmen. Ich hatte mich auf LinkedIn, weil ich auch ganz aktiv ist auf LinkedIn, so ein bisschen auseinandergesetzt über verschiedene Themen. Und da habe ich gesagt, lasst uns mal treffen. Das habe ich getan, bin hingefahren und habe dort ein Unternehmen kennengelernt. 85 Mitarbeitende, die Hälfte Frauen, 7 oder 8 Nationalitäten, ganz viele Frauen in Führungspositionen, eine absolut coole Unternehmenskultur, eine absolut moderne Ausbildung, klimaneutral, mit Umweltpreis und sowas alles. Und habe da festgestellt, okay, in Bremen haben wir Unternehmen, die machen alles richtig. Das fand ich richtig gut. Wir haben gerade da drüben diskutiert, wie kommen wir denn dazu, dass noch mehr Unternehmen alles richtig machen, weil, du hast das gerade eben gesagt, Berthold, dieses Thema Fachkräfte ist momentan in aller Munde. Man wundert sich etwas, weil es ja jetzt mit der Demografie nicht echt eine Überraschung ist, was gerade passiert. Also wir Boomer, wir gehen alle in ein paar Jahren raus, das wussten wir aber auch schon vor 10 Jahren. Interessanterweise haben aber noch nicht alle Unternehmen alles unternommen, was man so tun muss. Ich habe letztens von einem ziemlich großen Unternehmen mit bis zu 1000 Mitarbeitern die Aussage gehört, wir haben gerade festgestellt, bei uns gehen 10 Leute in 3 Monaten in Rente. Das heißt, es gibt offensichtlich noch nicht überall eine strategische Personalplanung. Und wenn man sich anguckt, was wir jetzt tun werden, und vorhin in der Veranstaltung sagte jemand, Mensch, wenn das so ist, dass immer weniger Fachkräfte da sind, dann jagen wir uns ja nachher gegenseitig die Leute weg. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, das ist so. Weil natürlich haben wir ein Problem und dieses Aufwachsen von jungen Leuten wird so nicht wieder passieren, dass auf einmal wieder der Markt voller Menschen ist. Wir werden einen Fachkräftemangel die ganzen nächsten Jahre haben. Das bedeutet, wir müssen uns als Unternehmen komplett neu aufstellen in allen möglichen Fragen. Und es wird ein Wettbewerb sein. War of Talents ist ja so das bekannte Wort. Aber wie macht man das? Und ich glaube, der größte Fehler dabei wäre, zu sagen, ich stelle mir da mal jemand ein oder ich gehe zu meiner Personalabteilung und sage, machen Sie doch mal so ein bisschen Corporate Influencing, machen Sie doch mal eben so ein bisschen Unternehmenskultur, damit wir das irgendwie auf unsere Homepage raufschreiben können und damit sich dann die Gen Z-Leute alle bei uns bewerben. Das funktioniert natürlich nicht, weil letztendlich kann ja das beste Marketing immer nur funktionieren, wenn das Produkt funktioniert. Also wenn die Unternehmenskultur wirklich auch da ist. Und wenn wir feststellen, dass wir tolle Unternehmen in Bremen haben, dass wir tolle Beispiele haben, die man auch ansehen soll und die man nachformen sollte, stellen wir auch fest, dass wir sehr viele Unternehmen haben, die noch nicht verstanden haben, dass sowas wie Recruiting, wie Unternehmenskultur, das ganze Soft-Skill-Zeug genauso, wenn nicht wichtiger ist, als Controlling, Marketing, Produktion, Vertrieb, all diese Dinge. Ich habe vorhin drüben gesagt, dass ich glaube, wir hatten nur PersonalerInnen da drüben, dass diese Personen, interessanterweise 95% Frauen, auch interessant, dass diese Personen wahrscheinlich in ein paar Jahren die wichtigste Abteilung leiten werden, weil die Verfügbarkeit von Menschen, die Akquisition von Menschen, das Halten von Menschen, das Schaffen einer Kultur, die dafür sorgt, dass Menschen sich wohlfühlen, dass sie sich mit ihren Werten wiederfinden, das ist eine ganz zentrale Frage. Und es ist nicht nur eine Frage bei den High Professionals, weil
Ein kleines Beispiel, Daimler-Benz hat jetzt auch angefangen, in der Produktion über diese Dinge nachzudenken. Auch dort sind die Ansprüche von Menschen heute anders als vor 10 oder 20 Jahren. Das bedeutet Veränderung, 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 Investition in Zukunft, Investition in Marketing, in Kommunikation, in Unternehmenskultur, das wirklich ernst meinen, durch alle Hierarchien durchdeklinieren, immer wieder hinterfragen, mit den Mitarbeitenden sprechen. Und ich glaube, man braucht ganz viel Professionalität, man braucht ganz viel Partner, man braucht ganz viele Leute und ganz viel Austausch. Deswegen ist sowas wie hier ganz hervorragend. Ich bin total gespannt, was wir hier gleich noch von den Expertinnen hören werden. Aber es darf nicht bei diesen Veranstaltungen bleiben. Und es reicht nicht, wenn wir sagen, wir wollen demnächst auch was machen, sondern wir müssen jetzt was machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kai Stürnberg. Ich weiß nicht, warum du beim Wort halbprofessionell auf mich gezeigt hast, aber sei es drum. Ja, Young Professionals, das ist nicht so, wie ich es vorhin nur gesagt habe, das sind nicht die, die gekommen sind, um nicht zu bleiben. Es ist einfach so, dass es aktuell zum Beispiel gerade eine Forsa-Studie gibt, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat. Und da gibt es ein paar Zahlen, die wir auch durch den Abend noch ziehen werden. Die 65% von denen machen sich keine Sorgen um ihre Zukunft. Kein Wunder. 15% von denen sagen sich, ich guck mal, was ich Neues finde. Das ist eine komplett neue, eine komplett andere Situation als die, Kai Stürnberg hat es vorhin beschrieben, die wir vielleicht noch vor 20 Jahren kennengelernt haben. Aber das bedeutet ja auch, dass die Firmen, die sich um diese Mitarbeiterinnen bewerben, und so rum muss man es ja fast drehen heute, neue Sachen ausdenken müssen. Was macht zum Beispiel ein IT-Unternehmen aus Bremen, das sich um SAP-Technologie kümmert, das Prozesse organisiert in diesem Bereich, um eine junge Zielgruppe für Mitarbeiter zu gewinnen und auch zu binden? Das ist ja die Hauptsache. Hört auf, neue Mitarbeitende zu suchen, kümmert euch erstmal um eure eigenen, sagt Christian Distelkamp, Mitglied der Geschäftsleitung und Senior Consultant bei der Abarth AG, und der erzählt uns jetzt, warum. Das Schöne ist, ich kann das immer drehen, dann wissen Sie auch, wer kommt. So, das ist dann. Vielen Dank. Wie heiße ich denn? Ah, genau. Abarth, richtig. Ja, mein Thema ist, hört auf, neue Mitarbeiter zu suchen und wie verrückt da hinterher zu jagen, sondern kümmert euch um eure Bestehenden. Oder wie ich es im Trailer gesagt habe, auch aus der anderen Perspektive vielleicht, die haben doch schon Kickertische und bunte Möbel, was wollen die denn noch? Da kann man sich jetzt fragen, was redet der denn da? Und eigentlich rede ich genau das, was eben meine Vorredner auch schon gesagt haben, nämlich neue Menschen finden und fürs Unternehmen begeistern, ist die eine Sache. Die viel wichtigere Sache ist aber, die Menschen und die Könner und Könnerinnen, die sie schon im Unternehmen haben, auch zu halten. Vor vielen Jahren gab es mal so eine Statistik, in der stand, um einen Mitarbeiter, der so ein Jahresgehalt von 60.000 Euro hat, zu gewinnen, muss man ungefähr 45.000 Euro einsetzen. Das ist schon mal eine ganze Masse Holz und das war vor vielen Jahren. Und seitdem hat sich der Markt komplett gedreht. Wir sind nicht mehr in der Arbeitgeberwelt, sondern wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Und genau das, was die Vorredner schon gesagt haben, ist der Fall. Die Menschen können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Und andere Unternehmen haben auch Mitarbeitersorgen. Das heißt, die Abwehr von Abwerbeversuchen ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, die man so mitnehmen müsste. Und wie könnte man das jetzt tun? Da habe ich mich im Vorfeld einmal durch Kununu-Bewertungen ein bisschen gestöbert. Kurz mal Handzeichen, wie viele Menschen von Ihnen haben ab und zu mal in Kununu geguckt? Das sind schon mal eine ganze Menge. Und wie viele von Ihnen haben schon mal darauf eine Karriereentscheidung getroffen? Okay, das sind nicht so viele, aber es ist zumindest in der Wahrnehmung. Und ich habe mich einfach mal bei unseren Konkurrenten durchgewühlt und habe drei wesentliche Punkte rausgekramt, die ich als zentral sehe, die ich auch bei uns als zentral sehe, um die man sich eigentlich kümmern muss. Und der erste Punkt ist Ehrlichkeit und Wertschätzung. Seien Sie ehrlich mit Ihren Mitarbeitern und schätzen Sie auch deren Arbeit wert. Schätzen Sie auch deren Können wert. Und das geht, Ehrlichkeit und Wertschätzung geht ganz vorne im Einstellungsprozess schon los. Wenn Sie irgendwelche Versprechungen auf die Webseite schreiben, was Sie irgendwie Tolles bieten, und die Könner und Könnerinnen bei Ihnen im Unternehmen gucken sich das an und sagen, was? Habe ich noch nichts von gemerkt.
dann haben sie möglicherweise schon einen verloren. Das geht dann weiter durch so einen Einstellungsprozess bei der Einstellung von Menschen. Wie finden Sie die Könner raus, indem Sie vielleicht so ein Profil haben, was Sie brauchen, und das geben Sie der Personalabteilung und die stellen Leute ein? Katastrophe. Setzen Sie Könner und Könnerinnen mit in diese Gespräche, die dann auch mit den Menschen sprechen. Denn ein schlauer Mensch hat mal gesagt, nur Talente erkennen sich nur gegenseitig. Das hilft also nichts, wenn ich einfach jemandem ein Stück Papier gebe und der versucht, die richtigen Leute zu finden. Und wenn das dann schief geht, dann muss ich auch die Konsequenzen ziehen. Denn auch da hat mal ein anderer schlauer Mensch gesagt, nichts demotiviert Könner und Könnerinnen so sehr wie die Toleranz gegenüber Nichtkönnern und Innen. Wenn ich die toleriere, dann setze ich damit den Benchmark für alle anderen, dass die ihre Leistung genauso runterfahren können und es einfach so akzeptiert wird. Das kann und darf nicht der Benchmark an der Stelle sein. Der nächste Block ist Weiterbildung. Ist ein Riesenthema bei diesen ganzen Bewertungen. So nach dem Motto, kriege ich eigentlich Weiterbildung? Nö, eigentlich nicht. Und nur wenn ich ordentlich Gas gebe oder wenn ich mich gut verkaufe. Schrecklich. Also erstmal ist es gut, wenn Sie intern irgendwie Schulungen haben. Ist auch gut, wenn Sie extern Schulungen haben. Es ist auch gut, wenn Sie den Menschen dabei helfen, die richtigen Schulungen zu finden. Wenn Sie ihnen Schulungen, die Sie machen wollen, verbieten, ist schon mal richtig schlecht. Und wenn Sie ihnen auch noch versuchen vorzuschreiben, welche Schulungen Sie jetzt zu tun haben und wie, also ob in Online oder in Präsenz oder im Self-Paced Learning, dann verderben Sie auch da wieder die Motivation an der Stelle. Deswegen geben Sie den Menschen die Freiheit, selber zu entscheiden, was sie lernen wollen, weil sie das nämlich für ihren Job brauchen, und was sie nicht lernen wollen. Und vor allem auch, wie sie es lernen wollen. Denn gerade dieses, wie ich das lernen will, das ist extrem unterschiedlich nach Individuum, nach Uhrzeit, nach Jahreszeit, nach Thema. Kann man beliebig so fortsetzen. Geben Sie einfach den Menschen die Gelegenheit, das für sich selber zu entscheiden. Und jetzt könnte man sagen, okay, jetzt haben wir hier alle Fachkräftemangel und jetzt kommt demnächst sowieso der nächste Headhunter vorbei und versucht hier meine Leute sowieso wegzuarbeiten. Dementsprechend, die einen oder anderen werden den Gesprächsverlauf schon kennen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier Ewigkeiten an Kohle in die Mitarbeiter investiere und dann gehen die einfach woanders hin? Und da gibt es so eine überlieferte Geschichte, die sagt, nee, das ist eine falsche Frage. Die richtige Frage ist, was passiert, wenn wir sie nicht ausbilden und sie bleiben? Dann habe ich nämlich überhaupt nichts gewonnen. Dann kommt genau das, was ich vorher sagte. Die Könner und Könnerinnen im Unternehmen gucken sich das an, sagen, man muss ja hier gar nichts können. Vielleicht wird man sogar noch befördert, wegbefördert, Peter-Prinzip und sowas. Totale Katastrophe. Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter, investieren Sie in die gemeinsame Zukunft. Und das ist auch wieder Wertschätzung an der Stelle. Und der dritte Block, den ich mitgebracht habe, ist das Thema Vertrauen. Und damit meine ich nicht diese Plattitüden, die so verteilt werden, so nach dem Motto, wir vertrauen uns hier alle und ihr müsst uns vertrauen und du musst dem vertrauen und du dem. Das geht überhaupt nicht. Wenn ich von Vertrauen im Unternehmenskontext spreche, dann kann das immer nur bedeuten, das Unternehmen vertraut den Mitarbeitern. Weil das kann man zum einen entscheiden und das ist auch der Transport von Wertschätzung. Und wenn ich Mitarbeitern vertraue, dann bedeutet das automatisch, dass ich nicht übermäßig viele Kontrollmechanismen im Unternehmen haben darf. Also sowas wie überbordende Prozesshandbücher, irgendwelche Regelhandbücher, in denen genau steht, was ich machen darf und was nicht, die ich erstmal wälzen muss, um zu überlegen, kann ich denn jetzt eigentlich dieses Problem da lösen, für das mich der Kunde bezahlen würde, oder darf ich das gar nicht? Kostenstellen, bei denen man erst darüber diskutieren muss, wer bezahlt das jetzt eigentlich, was hier passiert. Budgets, die mich eingrenzen und gleichzeitig mich noch wieder dazu bringen, irgendwie, damit ich das auch ja ausreize und am nächsten Jahr vielleicht wieder kriege, möglichst jetzt noch irgendwelche schwachsinnigen Sachen zu kaufen, damit dann das Budget ausgereizt ist und es mir nicht verloren geht im nächsten Jahr. All solche Sachen lassen oder möglichst stark abbauen. So, und wenn man das dann so macht, dann kommt ja die Frage, gibt es eigentlich zu viel Vertrauen? Also was passiert denn, wenn ich die Leute machen lasse, was sie glauben, was richtig ist? Oder wenn ich gar nicht vorgebe, was sie machen sollen? Fangen die dann einfach an zu machen, was sie wollen und
verprassen Kohle, arbeiten nicht mehr, tun einfach so, als würden sie arbeiten, was auch immer man sich da so ausdenken kann. Nee, in der Regel ist das nicht der Fall. In der Regel tun sie nämlich einfach das, von dem sie glauben, dass es richtig ist. Und bei diesem Glauben, dass es richtig ist, da kann das auch mal Punkte geben, wo man sagt, das ist jetzt aber komisch. Und da muss man drüber sprechen. Da muss man nämlich drüber sprechen, ist das jetzt wirklich komisch oder war das vielleicht eine gute Idee? Und da habe ich so eine kleine Geschichte, deswegen dieses Autowaschbild hier mitgebracht, aus unserer eigenen Praxis. Wir sind ja fahrendes Volk, Berater beim Kunden unterwegs und wir haben so eine Leitplanke, nennen wir das dann. Man darf so 15 Euro im Monat kann man ausgeben, um sein Auto waschen zu lassen. Weil das vielleicht eine gute Idee ist, wenn die Karre nicht ganz verdreckt ist, wenn man damit beim Kunden auf den Hof reitet. Jetzt, dann kommt dazu, dass wir versuchen, die Leute von administrativen Aufgaben fernzuhalten. Das heißt, wenn jemand dann sowas gekauft hat, dann hat er das mit der Firmenkreditkarte gekauft, den Beleg schickt er einfach nur ins Backoffice und die buchen das ein. Abgehakt. Reisekosten, Abrechnungen erledigt. Und jetzt kommt da jemand aus dieser Reisekostentruppe zu einer unserer Gründerinnen und sagt, du Güte, hier hat jemand statt dieser 15 Euro im Monat, hat er 45 Euro jede Woche abgegeben. Jede Woche lässt er sein Auto komplett in und außen für 45 Euro reinigen. Das ist doch falsch. Du musst mit dem mal sprechen. Und dann kommt genau dieser Punkt. Erstmal ist das sehr komisch. Also 45, das sind dann kurz überschlagen, 180 Euro im Monat statt 15. Das ist doch schon eine leichte Diskrepanz. Hast du denn mit dem schon mal gesprochen? Nee, warum? Das ist doch falsch. Das ist doch ganz offensichtlich falsch. 15 Euro ist erlaubt und 180 sind's. Na komm, wir rufen den mal an. Okay. Hallo, wegen deiner Reisekosten-Dings da, Bumster, wegen dieser Autowäsche da. Das ist ja irgendwie komisch. Ja, das ist auch wirklich komisch. Und vor allem ist das auch voll schwierig. Ich muss ja jede Woche das Auto so dreckig kriegen. Was? Wieso musst du das Auto dreckig kriegen? Ja, also ich hole auch schon immer meine Kinder vom Fußball ab und die dürfen auch ihre Schuhe erst im Auto abklopfen und nicht draußen schon, sonst fällt das ja auf. Was? Was fällt auf? Achso, ihr wisst gar nicht, warum wir das machen. Ja, pass mal auf. Wir fliegen ja immer von Hannover ins Projekt und da gibt es so eine Autoreinigungsgeschichte. Und da kann man montags, wenn wir da hinkommen, geben wir das Auto ab, dann machen die das sauber, dann holt man das am Donnerstag ab, zahlt 45 Euro und fährt wieder nach Hause. Und spart sich die 120 Euro pro Woche fürs Parkhaus. So, mit ordentlichen Regeln wäre das nicht passiert. Dann hätten wir nämlich immer die 120 bezahlt. Und ohne drüber sprechen, hätten wir auch nicht rausgefunden, dass das vielleicht doch eine gute Idee war und gar nicht irgendwie einfach nur ein seltsamer Mensch. Und der Appell an der Stelle ist, fördern Sie diese Kreativität. Die Mitarbeiter da draußen, die den Job machen in ihren Unternehmen, die sind die Experten. Die wissen, wie das geht. Die können auch Probleme erkennen, die auftauchen. Und die können sich auch eine kreative Lösung dafür ausdenken. Und wenn ihnen das mal komisch vorkommt, dann muss man drüber reden, das ist klar. Aber um hier die Antwort zu geben, zu viel Vertrauen? Nee, gibt's nicht. Auf keinen Fall. Es gibt Menschen, die Vertrauen missbrauchen, aber das ist ganz sicher der niedrigste Anteil. Und warum müssen wir das jetzt machen? Hier wird schon nervös auf die Uhr geguckt. Aber meine Vorredner haben zum Glück für mich Zeit rausgeholt, sodass ich noch im Zeitplan bin. Finde ich auch super. Vielen Dank dafür. So. Ich bin auch jetzt fertig. Schlusswort ist, zu viel Vertrauen gibt es nicht. Fördern Sie Kreativität. Bringen Sie Ihren Mitarbeitern Vertrauen entgegen und damit Wertschätzung. Seien Sie ehrlich mit Ihren Mitarbeitern. Und wenn Sie das dann machen, dann brauchen Sie sich auch nicht mehr darauf vertrauen, was früher in vielen Unternehmen die Regel war, dass man sagt, wer den Himmel nicht kennt, ist auch mit der Hölle zufrieden. Das Problem heutzutage ist nur, selbst in der Hölle gibt es inzwischen Internet. Und auch die können in Kununu gucken, was anderswo so los ist. Und dann haben sie ein Problem beim Halten ihrer Mitarbeiter. Vielen, vielen Dank, Christian Distelkamp. Er bleibt uns erhalten. Also für alle die jetzt gesagt haben, entweder ich will da sofort arbeiten, weil das ist ja so geil da, oder der spinnt doch.
Wir bleiben noch in der Podiumsdiskussion nachher beieinander und können über das eine oder andere noch reden. Auch über die Gründe natürlich, warum Leute gehen. Also gibt es ja wieder dieses Vorsorgestudio. Warum kündigen junge Mitarbeiterinnen? Die kündigen erstmal, vor allen Dingen, weil sie nicht genug Kohle oder weil sie woanders mehr Kohle kriegen. Dann kündigen sie, und das ist ein ganz wichtiger Grund, über den wir heute Abend noch reden wollen, ist, sie sind unzufrieden mit ihrer Geschäftsführung, Geschäftsleitung, Unternehmenskultur. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der dritte ist ganz einfach. Die haben mal Bock auf was Neues. Und das ist die Situation, mit der wir uns beschäftigen müssen. Dazu haben wir ja gerade schon ein paar Sätze gehört. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären alle Personaler und wir würden in der HR-Abteilung sitzen und dann kommt jemand vorbei und sagt uns, ey, wenn ihr wissen wollt, wie es denen geht, da kann ich was für euch tun. Weil wir können herausfinden, ob die zufrieden sind, ob die vielleicht Bock haben, was anderes zu machen, ob wir sie fördern können, weiterentwickeln können oder ob die vielleicht gerade kurz vor der Kündigung stehen. Und das Ganze können wir machen, indem wir euch ein Tool an die Hand geben, mit dem ihr das rauskriegen könnt. Ganz smart, in einer Verbindung aus künstlicher Intelligenz und Psychologie. Und das Ganze sozusagen handgearbeitet für die HR-Abteilung des Hauses. Und wie das geht, erzählt uns jemand von der Uni Bremen, der jetzt mit Tometa eine neue Plattform gründen wird, die versucht, dieses Problem, und ich hoffe, ich habe es richtig beschrieben, zu lösen. Das ist Moritz Schimmer. Ja, vielen Dank. Im Wesentlichen hervorragend zusammengefasst. Ich glaube, ich bin. Kannst du wieder gehen? Ja, an dieser Stelle schon am Ende. Also, vielleicht tatsächlich. Sehr gut, ich kann es, glaube ich, gar nicht besser zusammenfassen können. Wir haben ja heute schon sehr viel gehört über, warum gehen Mitarbeitende, wie wollen wir damit umgehen gemeinsam. Und das ist eben auch genau das Problem, was wir mit Tometa angehen wollen. Ich selber komme aus der Psychologie, bin dann jetzt gerade als Postdoc tätig im Institut für Künstliche Intelligenz und an der Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit und beschäftige mich im Wesentlichen in meinem Forschungsschwerpunkt mit der Frage, wie bringen wir das, was Mensch ist, in Organisation, in Daten? Also wie kann das gehen, wie kann das auch eben nicht gehen? Und dieser Übergang ist dann sehr schnell zu HR Analytics. Also wie können wir mit HR Analytics hilfreich sein für Retention, für Engagement, für produktive und engagierte Teams? Und wir haben ja gerade schon gehört, Soft Skills ist so eine große Frage. Also mangelnde Soft Skills sind Kündigungsgründe, sind die unsichtbaren Treiber im Unternehmen, die dazu führen, dass Engagement sinkt, dass Fluktuation hochgeht und Ähnliches. Oder wie es, um mal hier treffend zu formulieren mit dem Harvard Business Review, Quiet Quitting is about bad bosses, not bad employees. Also einfach nochmal ganz klar zu sagen, im Wesentlichen schließe ich mich einfach der Line der Vorredner an. Es ist in Nachfrage extrem hoch, gerade an qualifizierten Fachkräften. Und wir haben nochmal hier eine exemplarische McKinsey-Studie, die im Wesentlichen sagt, 70% der Kündigungsgründe sind eben mangelnde Soft Skills. Und jetzt die Kernfrage, was kann denn HR Analytics tun? Wie sieht das in Zukunft vielleicht aus? Wie können wir neue HR-Funktionen ins Leben rufen, die hilfreich dabei sind, genau hier eine Lösung anzubieten. Ich würde einmal kurz einen kleinen Überblick geben. Ich habe leider nur sehr begrenzt Zeit. Was sind die Themen, über die wir da nachdenken müssen? Also als Impuls für Sie, was sind die Themen, die morgen wichtig sind, um zukunftsfähige HR-Funktionen ins Leben zu rufen und Ihr Unternehmen zu gestalten? Das eine sind Daten, also ganz klassisch die Grundlage. Wie bringe ich Soft Skills, wie bringe ich unsichtbare Treiber in Ihrem Unternehmen in Verwertung, das heißt in datenförmige Verdopplung? Wir sehen das heute, dass in Unternehmen, die häufig mit ihren Personalakten rumfuhrwerken oder irgendwelche Mitarbeiterbefragungen machen, kann ich Ihnen gleich sagen, vergessen Sie das komplett. Die Zukunft wird sein, dass wir mit psychologischen Verfahren es schaffen, den Bedeutungszusammenhang, die Beweggründe, das Regelmäßige von Personen, wie sie arbeiten, wie sie die Arbeit mit Bedeutung ausstatten, mit in Datenform bringen. Und das heißt, wir schaffen eine Datengrundlage, die sowohl Zahlen hat, als auch die Beweggründe mitliefert. Das zweite ist die Analyseleistung. Da sind Unternehmen gerade extrem stark beschäftigt, einfach leichte Häufigkeitstabellchen zu entwerfen. Das wird in Zukunft auch sehr anders sein, meiner Ansicht nach. Und zwar werden wir mit KI
bzw. Machine Learning sehr differenzierte Muster beobachten können, wie das stattfindet, die eigentlich unsichtbar sind, also in der Trivialisierung von einzelnen Datensätzen in Tabellen untergehen, schaffen wir es zu differenzieren und die mit als Analyseleistung in HR-Funktionen zu bringen. Das dritte ist die Managementfunktion. Wie sieht das denn aus? Also wie kann ich jetzt das Management ausstatten mit HR-Funktionen, wenn ich diese Daten habe und wenn ich diese Analysemöglichkeiten habe? Gegenwärtig erleben wir, dass das Management reaktiv ist. Die sagen dann, ah, die Leute gehen, ah, das ist irgendwie unengaged, ah, hier passiert was, die reagieren. Ich würde sagen, in Zukunft haben wir Früherkennungssysteme, die es schaffen, prognostisch ziemlich zuverlässig zu sagen, wir sehen das jetzt schon in den USA, ziemlich zuverlässig zu sagen, wann geht denn jemand, wann fällt denn jemand wegen hoher Belastung aus, was sind denn die Gründe und was passiert dort? Das zweite ist die validierte Wirkung, also im Sinne von, ich weiß jetzt, jemand geht und kann auch jetzt irgendwie was anbieten, habe einen Toolkoffer, der sagt, hey, ich mache jetzt XY und das ist dann bitte auch hilfreich für die Soft Skills, für die unsichtbaren Treiber im Unternehmen. Und da werden wir in Zukunft auch sehr spezifisch dank dieser Mustererkennung sagen können, genau hier bringt das was. Also heute erleben wir das viel, dass gesagt wird, ja, wir machen da jetzt mal irgendwas, dann werfen die noch ein Coaching, noch eine Teamentwicklung drauf und am Ende ist alles das Gleiche, weil es ganz andere Bedeutungszusammenhänge kennt. Und genau da würden wir sagen, in Zukunft wird das mit möglich sein und wir können das im HR Analytics mit als HR-Funktion anbieten. Der nächste Punkt, der noch extrem relevant ist, ist, wie sieht denn die mitarbeitenden Positionen in Zukunft darin aus? Und da ist, glaube ich, gerade das so, dass es immer gedacht wird aus dem Zusammenhang von, die Mitarbeitenden sollen so gesund sein, sollen so engagiert sein, wir helfen denen, sich zu entwickeln und wollen die anerkennen und vertrauen, weil das hilfreich für den erwerbswirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ist. Das ist sozusagen die einfache Win-Win-Logik, die man auch im Sales begegnet und so weiter. Ich würde sagen, in Zukunft ist das auch hinfällig. Unternehmen werden Eigenwert stärken müssen. Das heißt, sie bieten Räume für Mitarbeitende und Teams an, die entwicklungsbefähigen sind, ohne dass es direkt hilfreich für den Verwertungszusammenhang ihres Unternehmens ist. Da geht die Reise hin. Das sind so die Themen, wo ich sagen würde, das sind die Impulse, wo wir in Zukunft mit Edge Analytics ganz konkret Anwendungen in die Welt bringen können. 90% sehen das auch so. Die Leute, relativ handwerklich gut gemachte Studie, die sagen ja, also von Leitungspositionen sagen ja, sowas wollen wir, da geht's hin. 22% sehen sich in der Lage auch zu sagen, ja, das können wir. Wir machen uns mal auf den Weg, das heißt, wir haben unheimlichen Readiness-Gap und genau da sind wir mit der TuMeta HR-Analytics-Plattform unterwegs, die eben sagt, wir schaffen es, diese Datengrundlage zu nehmen, wir schaffen es, genau diese Analyseleistung zu schaffen und die HR-Funktion an die Hand zu geben für Mitarbeitende und Management. Dann für Sie noch einmal, wie kann das aussehen, um mal so eine Idee zu bekommen? Wir schaffen es eben, diese psychologischen Messverfahren zu integrieren in freudvolles Spielen. Wir arbeiten da mit hochakzeptierten, sehr, sehr weit verbreiteten Spielemechanismus dopaminär gesteuert. Das heißt, wir schaffen es, Hochakzeptanz und flächendeckende Datenerhebung zu machen, anstatt nervige Fragebögen. Dann, wie sieht das aus? So ein Mitarbeitenden stärken. Wir haben über der gesamten Bandbreite des Unternehmens bieten wir einzelne Use Cases an, wo wir Coaching-Elemente haben, wo wir Teamentwicklung haben, die direkt für die einzelnen Personen, die die Daten gibt, nützlich ist. Also hilfreich für den Verwertungszusammenhang. Und wir haben das Prinzip der Datenhoheit. Das heißt, die Person, die Daten gibt, ist gleichzeitig die Person, die über die Daten verfügt. Und zwar niemand anders, außer die Person möchte das. Dann, wie sehen so Managementfunktionen aus? Ich habe ja Früherkennungssystem gesagt und so Validierung von Wirkung. Hier einfach nur mal Sie, so eine kleine Impression. Wir schaffen das, Ihnen ein Dashboard zu geben, wo Sie sehen können, warum jemand wahrscheinlich ausfällt, warum jemand eine hohe Belastung hat, warum jemand gehen möchte. Und wir sagen Ihnen genau, was der Bedeutungszusammenhang ist. Wir kennen Unternehmen, die extrem gut darin sind, ich bin gleich fertig, wir kennen Unternehmen, die extrem gut darin sind, das vorherzusagen, das geht. Die Frage ist nur, warum? Dann bin ich beim Arzt, der sagt, ja, Sie haben Symptome, das weiß ich, danke schön, aber die Frage ist ja, was tue ich jetzt? Warum sind die Symptome da? Und das liefern wir eben auf Knopfdruck mit. Daneben haben Sie noch einen Schätzer, was kostet das, wenn die Person ausfällt? Und wir bieten Ihnen noch die Intervention an, die über uns läuft.
Damit schaffen wir geringere Fluktuationen, steigende Produktivität und höheres Engagement und schaffen ungefähr qualifiziert 250.000 Euro Kostenersparnis pro 100 Mitarbeiter pro Jahr. Das ist so ungefähr ein qualifizierter ROI von 14. Und wir sind gerade in der Pilotphase mit unserem MVP, suchen noch weitere Kunden bzw. Pilotkunden, die Lust haben, lasst uns das gemeinsam denken. Also sprechen Sie mich und meine Kollegin Kati gerne an, die sitzt da vorne. Und ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam die Zukunft der HR zu gestalten. Dankeschön. Hab ich gescheucht? Ich glaube, das reicht schon, wenn ich da stehe und unruhig werde dann. Moritz Schirmer, vielen, vielen Dank. Er bleibt uns auch zusammen mit der Kollegin hier erhalten und vielleicht jetzt nicht, obwohl sicherlich viele, viele Fragen da sind, aktuell jetzt darauf einzugehen, sondern wir haben ja nach der Veranstaltung noch ein Get-Together und in oder auf diesem Get-Together können wir uns sicherlich noch drüber unterhalten und da dürfen auch sicher Fragen gestellt werden, auf die es dann auch Antworten gibt? Ja, gut, okay. So, wir kommen zur Podiumsdiskussion, sind einigermaßen pünktlich noch in der Zeit, da bin ich ganz stolz auf die Vorredner, die hier sich kurz gefasst haben. Ich möchte sozusagen einzeln hier zu mir auf die Bühne bitten, die Kollegen und Kolleginnen, die hier heute Abend miteinander nochmal über dieses Thema reden werden. Wir werden wahrscheinlich, wenn wir wollten, können wir den ganzen Abend darüber reden und alle die, die hier heute deswegen gekommen sind, beschäftigen sich damit sicherlich auch irgendwie beruflich. Das ist ein sehr, sehr breites Feld und mehr als hier und da ein paar Spotlights zu setzen, wird uns heute Abend auch nicht gelingen. Und das werden wir versuchen. Und ich bitte jetzt der Reihe nach auf die Bühne, auf der einen Seite Brigitta Nicholson, eine langjährige Kollegin zusammen mit mir bei Radio Bremen, aber heute Abend ist sie hier als Expertin für Change und Leadership. Sie ist sozusagen Führungslotsin im Bereich Coaching, Beratung, Training. Brigitta Nicholson, herzlich willkommen. Ihn haben wir schon kennengelernt, deswegen verliere ich nicht allzu viele Worte darüber. Brave New World, Abarth AG, Christian Distelkamp. Er übernahm zusammen mit seinem Bruder hier in Bremen vor kurzem ein traditionelles Familienunternehmen, das wir wahrscheinlich mit den kleinen Schildern an der Tür als Hirschreinigung kennen. Unruhige Zeiten liegen nicht hinter ihm, aber hinter der Familie, was die juristischen Auseinandersetzungen angeht. Und gemeinsam mit seinem Bruder will er, wenn man so will, Opas Tradition fortsetzen. Und darüber wollen wir heute reden mit dem Geschäftsführer der Hirschgruppe, mit Maximilian Hirsch. So, und wenn Sie glauben, Sie können mal eben eine Photovoltaikanlage bestellen und die ist gleich oben auf dem Dach, dann wissen Sie, dass das nicht geht. Aber er ist derjenige, der es dann möglich machen kann. Er baut Photovoltaikanlagen, er kümmert sich darum, dass sozusagen die Elektronik funktioniert, kümmert sich um E-Mobilität, dafür, dass die Autos... Er schüttelt den Kopf, er kümmert sich nicht darum. Aber wir werden heute mit ihm darüber reden, mit dem Geschäftsführer der Adler Solar AG, mit Tobias Döckens. Last not least, er macht alles für die Zähne und alles mit den Zähnen, ist weltweit als mittelständisches Unternehmen aus Bremen im Dentalbereich unterwegs, kümmert sich um 3D-Druck, um Kamm- und Cut-Technologie. Ich spreche darüber und habe keine Ahnung, was das ist. Und er ist sozusagen in der Dentalbranche unterwegs und hat eine Traditionsfirma hier in Bremen, nämlich die BEGO, die Bremer Goldschlägerei. Und dafür ist er Geschäftsführer. Herzlich willkommen, Christoph Weiß. Wir hoffen auf eine illustre Gesprächsrunde und ich fange mal damit an, was wir im Bereich für der Young Professionals, das ist ja unser Thema heute Abend, irgendwie besonders spannend ist, nämlich diese sogenannte Generation Z oder viel cooler Gen Z. Gen Z, ne? Also das ist die Generation, sagt eine PwC-Studie, auf die Generation der Millennials folgt jetzt Jugendforsch. Ohne T. Oder vielleicht kennen Sie das Buch von Ronja Ebeling, das heißt Work Reloaded, total spannendes Buch. Da ist es so, die Personalchefs von Firmen, von bekannten Firmen, können sich bei ihr bewerben als
Teil eben der Generation Z und versuchen, sie zu gewinnen als Mitarbeiterin. Also verkehrte Welt. Und sie schreibt in ihrem Vorwort, stell dich auf die Gen Z ein oder stell dein Unternehmen ein. Ja, kann man erstmal so stehen, schön plakativ im Vorwort. Meine Tochter beispielsweise, die ist wirklich Teil der Gen Z und ich habe mich mit ihr unterhalten, weil sie natürlich wusste, dass ich das hier heute Abend mache und habe gesagt, mach mir doch mal eine Wunschliste, was hättest du gerne so? Was braucht ihr so, ihr Gen Zs? Sie sagte, okay, wir brauchen neben ganz viel Geld, eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, Sabbaticals, unbezahlte Freistellung also von der Arbeit, wir brauchen Homeoffice, wir brauchen Workation-Option, Workation, Kombination von Urlaub und Arbeit. Wir brauchen flexible Arbeitszeiten, damit man dann ins Fitnessstudio gehen kann, wenn gerade in der Arbeit nicht so viel anliegt, aber die Geräte frei sind. Warum nicht? Wir brauchen entsprechende cool eingerichtete Arbeitsräume, Aufenthaltsräume. Wir brauchen eine Ladestation fürs E-Bike und gegebenenfalls auch eine Ladestation auf dem Firmengelände für das E-Auto. Brigitta Nicholson, was würdest du sagen? Mädchen, komm mal runter, oder würdest du zu deinen Kunden sagen, hört mal gut zu? Ich würde sagen, lass uns das zusammen sortieren. Weil das klingt alles total materialistisch, was du jetzt sagst, wobei einige Punkte natürlich auch ganz spannend sind. Und ich gehe noch mal einen Schritt davor, dass dieses Thema, oh, wir haben jetzt eine ganz andere Generation, jetzt ist es ganz anders als früher, tatsächlich, ja, das fühlt sich so an. Aus meiner Analyse und auch Erfahrung fühlt sich das auch so an, weil wir häufig diejenigen, wie zum Beispiel Christoph Weiß und ich möglicherweise dann auch als Beraterin, haben jetzt mit denen zu tun, die die nächste und übernächste Generation sind und wir sind anders sozialisiert. Das ist übrigens immer schon so gewesen. Als wir neu in die Arbeit gekommen sind, haben wir wahrscheinlich andere Vorstellungen gehabt, als das, was die damaligen Arbeitgeber, und da sind wir dann vielleicht noch mehr in der Industrialisierung gewesen, sich vorstellten, was wir vielleicht wollen. Das heißt, zurück zu deiner konkreten Frage, lass uns mal zusammen ins Gespräch kommen. Und es gibt bestimmte Dinge, die total nachvollziehbar sind und wo wir, das ist die Herausforderung, ich habe zum Beispiel jetzt auch gelernt, wir sind ja die Babyboomer, die Boomies, das habe ich heute übrigens von einem jungen Menschen gehört, ihr Boomies, und das ist kein Kompliment, nein, wo ich sage, stopp, das ist Altersdiskriminierung, weil es gibt übrigens ganz viele Boomies, die total modern und zukunftsorientiert nach vorne denken. Nur, dass wir einfach sagen, unsere Herausforderung ist, ernsthaft hinzuhören, zuzuhören und dann, auch ein Buzzword, trotzdem ernsthaft ins Gespräch, in den Dialog zu kommen. Was ist dir wichtig, wofür und in welchem Rahmen können wir uns miteinander entwickeln, um dann etwas Cooles zu machen? Und dann kommen wir auch wieder, Achtung, neues Buzzword, Neuhochdeutsch, Purpose, die Sinnhaftigkeit. Wofür kommst du zu uns? Wofür bist du da? Was wollen wir zusammen gestalten? Und dann gucken wir, ist es der, also zum Beispiel auch ein cool eingerichteter Raum ist ja sehr geschmacksabhängig. Ne? Und wenn der eine sagt cool, ist der andere, oh, das ist aber jetzt überhaupt gar nicht meine Farbe. Das heißt, was sind die Kerne? Was braucht ihr? Was brauchen wir? Wo treffen wir uns? Und ich bin da übrigens ganz stark hier auch bei Christoph von vorhin, Christian, Entschuldigung. Dieses, lass uns zusammen was gestalten, lass uns in Eigenständigkeit ermöglichen, dass sie sich zum Beispiel entwickeln und das Tempo selber dann bestimmen können, aber immer übrigens auch Abwechslung im Unternehmen kriegen, dass das so Kerne sind und dann kommen wir zueinander. Und ich würde jetzt nicht, also wenn ich so eine Liste habe, würde ich jetzt nicht, auch der Führungskraft nicht als erstes raten, hakt die ganze Liste ab. Ich würde aber sagen, sprecht mit denen und hört auf mit, geht's noch. Als wir jung waren, haben die anderen vielleicht gesagt, theoretisch geht's noch. Solange du deine Füße... Nee, das ist was anderes. Auch das. ist es nicht auch so, dass wenn man sich das anhört, dann ist das ja erstmal nicht schlimm, sowas zu fordern. Denn der Markt macht die Situation und im Moment dreht sich das Ganze ja ein bisschen. Könnten Sie das als Firmen auch als Chance sehen, zu sagen, ey, da ist jemand, der rüttelt gerade an unseren bisherigen Pfeilern und der sagt, wir müssen komplett anders denken, also lass uns das tun? Ich will nicht immer nur mit einem reden, also gerne ineinander. Ich sehe schon, da juckt es jemandem. Christian Disselkamp. Also erstmal möchte ich natürlich sagen, von der Liste erfüllen wir 95%. Klar, Brave New World, aber da geht. Und ich möchte mich auch noch mal kurz bei dieser Generationengeschichte auslassen. Ich persönlich halte davon überhaupt nichts, Menschen so in solche Generationen zu stecken, weil ich glaube, das hat einfach mit dem Markt zu tun. Ja. Wenn mein Vater, Baujahr 1940,
die Möglichkeit gehabt hätte, so eine Liste aufzustellen und damit nicht gleich vom Hof gejagt zu werden, dann hätte er das genauso gemacht. Mhm. Ging aber nicht. Mhm. Und insofern ist erstmal die Beschäftigung damit, was kommen denn da überhaupt für Forderungen oder was gibt es denn für Möglichkeiten, sich im, schon richtig gesagt, war sehr materiell orientiert, so was man denn so leisten müsste, was davon können wir denn einfach so liefern, ohne dass uns irgendwie ein Zacken aus der Krone bricht. Aber darüber hinaus kommt natürlich immer der Punkt, worüber können wir uns trotzdem noch gegen andere abgrenzen, im Sinne von, was bringen wir denn sonst noch mit an Möglichkeiten? Zum Beispiel eben diese Weiterentwicklung. Und zum Beispiel sowas wie, schafft eine Möglichkeit zu wachsen. Das ist in der Firma, an der ich da jetzt arbeite, mindestens seit 20 Jahren so. So lange bin ich nämlich schon da. Und ich bin da ursprünglich mal als reiner Programmierer angefangen und habe mich dann entsprechend meiner Interessen ausgebreitet in Bereiche Logistikberatung, in Bereiche hier meine Projektleitung ausprobiert, da mal eine gemacht, mal ganz andere Sachen ausprobiert. Dann habe ich festgestellt, ich mag das ganz gerne, mich mit den Hochschulen zu beschäftigen und dafür aber die Werbeglocke zu läuten. Und das ermöglichen wir den Menschen, weil wir glauben, dass wenn sie sich mit ihren Stärken und Interessen einbringen und das auch nur einigermaßen zum Unternehmen passt, dann ist das für beide einfach eine Win-Win-Situation. Das macht ihr schon lange. Also New Work is old school. Das, wie wir im Moment arbeiten, so arbeiten wir seit 25 Jahren. So lange gibt es die Firma jetzt in Bremen. Und seit 10 Jahren wissen wir aber jetzt, dass das New Work heißt, okay, was wir da machen. Also endlich haben wir einen Namen dafür. Unter New Work stellt man sich ja normalerweise irgendwie die ganz coolen, hippen Bremer Startup oder sagen wir mal Berliner Startup-Unternehmen vor, die dann in Lofts arbeiten und bodentiefe Fenster haben und ihre Pin-Ups da irgendwo rankleben mit den tollen Ideen, an denen sie arbeiten. Ich glaube, das ist Quatsch, oder? Ja. Ich glaube, das gibt's. Also ich. Aber nicht bei der Bremer Goldschlägerei. Bei uns gibt's auch ganz, ganz. Also ich fand erstmal, ich habe heute Abend schon ein bisschen was gelernt. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die ich heute Abend schon gut fand. Eins fand ich von dieses Eigenwert-Thema, das ja vorhin aufkam. Eigenwert. Und ich habe natürlich auch solche Gespräche geführt, wo die Leute dann genau so eine Liste dann auch vorgelegt haben, was sie alles haben wollen. Und ich finde auch richtig, dass man dann sagt, man kommt ins Gespräch und fragt mal, was ist denn jetzt, worauf kommt es wirklich an? Und ich habe gerade ein bisschen geschmunzelt, weil einer meiner Söhne ist genau in so einem Startup in Berlin mit bodentiefen Fenstern und im Loft und so weiter. Deswegen kenne ich die ganzen Storys. Aber ich weiß eben auch, das ist eben immer noch außen ziemlich cool. Und alle erzählen dann drüber. Es gibt ja auch so eine Szene in Berlin, alles ist ganz klasse. Aber natürlich, da wird natürlich echt hart gearbeitet. Ne? Da wird natürlich richtig was gemacht. Die haben natürlich mega Stress, weil die Finanzierung klar machen müssen. Maxim ist mit Alex zur Schule gegangen. Du kennst ihn auch so ein bisschen. Ja. Ihr tauscht euch ein bisschen aus. Ne? Da geht richtig was ab. Also ist so ein bisschen, ja, ich glaube, man muss da ganz offen diese Gespräche führen. Dann gucken, was wollt ihr eigentlich? Ne? Das war hier, wurde gesagt. Ich führe auch Gespräche, wo es um Purpose geht. Also was ist denn das, was wir eigentlich so als Firma nachher machen? Wo die Leute schon wissen wollen, was sind die Entwicklungsmöglichkeiten? Woran arbeiten wir eigentlich? Und dann ist es eben so, das ist ja auch vorhin genannt worden, das Thema Wertschätzung. Also nachher geht es um Motivationsfragen, wie gehen wir damit um? Das ist eine kulturelle Frage, wie man mit Themen umgeht. Aber am Ende des Tages geht es eben darum, dass man dann Gespräche führt, wo man den Leuten aufzeigt, wie man sich entwickeln kann und wie man dann auch, sag mal, wie man ja auch Zufriedenheit haben kann. Ich glaube nicht, dass die Zufriedenheit jetzt vom dritten Kickertisch abhängt, der da im Unternehmen steht, sondern das hat auch was zu tun mit Aufgaben, die einen erfüllen. Aufgaben, in denen man übrigens erfolgreich sein kann. Also man hat am meisten Motivation, wenn man erfolgreich ist. Und deswegen ist eigentlich meine Aufgabe, in so einem Gespräch rauszukriegen, wie kann ich die Person eigentlich erfolgreich machen? Also mein Job ist eigentlich dafür zu sorgen, dass meine Leute erfolgreich sind. Wenn die das sind übrigens, dann bin ich das nachher ultimativ ja auch mit der Firma. Und das ist ein bisschen meine Aufgabe. Deswegen also Kickertische gerne und bodentiefe Fenster auch und ansonsten harte Arbeit. Aber man führt irgendwann ein normales Gespräch auch über das normale Leben, was dann eben doch nicht immer dem Klischee entspricht, was wir gerade gehört hatten. Ich glaube, dass das, worüber wir vorhin gesprochen haben, also die Wunschliste meiner Tochter ist übrigens erfunden, wenn die das hören würde, und sie hört das wahrscheinlich, dann kratzt sie mir die Augen aus. Aber das ist ein anderes Thema. Ich war gerade im Stream dabei. Aber das sind natürlich die Dinge, die jetzt erstmal oft in diesen Bewerbungsunterlagen stehen. Und bei uns können sie, und das bieten wir an und so weiter, binden möglicherweise eher die Soft Skills, die denn da sind, was mit Identifikation mit der Firma und der Motivation für die Firma zu arbeiten zu tun hat. Wir werden noch mal kurz drüber reden. Wir wollen aber auch noch ein bisschen gucken, dass wir auf die Gründe schauen, warum die Situation eigentlich so ist, wie sie ist. Denn auf der einen Seite ist es ja im Dienstleistungsbereich, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie ist es mit Terminen beim Friseur oder mein Lieblingsrestaurant hat nur noch 3 Tage die Woche auf.
Warum? Nicht, weil sie das nicht verkaufen könnten, das Essen, sondern weil sie die Leute nicht haben. Ne? Und das ist, Corona ist ein großer Grund dafür, warum die Leute sich was anderes gesucht haben und jetzt nicht zurückkommen. Also machen Friseure mit einmal eine 4-Tage-Woche und dann kommen die wieder zurück, manchmal. Man muss sich also auch mit traditionellen Unternehmen und traditionellen Bereichen bewegen. Das zweite Thema ist natürlich die demografische Entwicklung in Deutschland. Da sehen wir, was dort passiert und welche Lücke gerissen wird. Wir werden heute Abend noch darüber reden, wie wir versuchen, diese Lücke zu füllen. Nicht nur mit den sozusagen Young Professionals, die sozusagen vom eigenen Studium kommen, sondern vielleicht auch aus dem Ausland zu uns rüberkommen. Aber es geht ja nicht immer nur um coole, junge, hippe Leute, sondern es geht ja auch um Traditionsunternehmen. Maximilian Hirsch ist hier heute für ein Unternehmen, eigentlich für eine ganze Gruppe, aber wir in Bremen kennen dieses eigentliche, das Traditionsunternehmen, in dem 160 Leute arbeiten und von denen sind ganz viele mehr als 15 Jahre da. Ist das demografische Thema da groß? Also die schon so lange da sind, hören jetzt bald auf, was mache ich nur? Klar, also gerade was Generalisten angeht, die noch alles können in bei uns im Unternehmen, das wird immer weniger, das stirbt aus. Es sind mehr Spezialisten geworden, die dann auch noch schwerer zu finden sind. Aber vielleicht auch nochmal eingehakt, also ich erlebe jetzt ja gerade tatsächlich das Gegenteil von dem, was ich vorher hatte. Die letzten 4 Jahre durfte ich auf eigene Faust mich selbstständig machen und wir haben als hippes Startup nicht mit einem schönen Büro, sondern auf dem Schrottplatz gestartet. Aber am Anfang, gerade die ersten 15 Mitarbeiter, die damals da waren, da war halt die Identifikation noch eine andere. Man hat mit den 15 Mitarbeitern jeden Tag Kontakt gehabt, jeden Tag mit denen zusammengearbeitet. Und diese 15 Mitarbeiter sind nach wie vor in meinem Unternehmen oder in der neuen Firmengruppe. Und nach 3 Jahren waren wir bei über 200 Mitarbeitern und dann habe ich ja den Weg sozusagen zurück zur oder in das Familienunternehmen gefunden und genau das Gegenteil erlebt. Also es sind 160 Mitarbeiter, die sich mit der Firma bestimmt identifizieren, die mich aber nicht kennen. Mhm. Und ich glaube, das ist mittlerweile einer der allerwichtigsten Punkte für die Mitarbeiter, dass sie in irgendeiner Form in ihrem Vorgesetzten oder vielleicht auch in dem Geschäftsführer oder in dem Gesellschafter der Firma eine Identifikationsperson haben. Also eine Person, mit der sie klarkommen, wo sie wissen, was sie zu erwarten haben bei A, B und C. Und das ist halt eigentlich im Moment das krasseste Gegenteil von dem, was ich vorher erlebt habe, dass jetzt, wo ich also auf einen Schlag 160 Mitarbeiter neu kennenlernen muss, genau das fehlt. Und ich denke, dass ganz viele Mitarbeiter das auch in einem Traditionsunternehmen in irgendeiner Form bei einer neuen Führung dann vermissen. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt neben schicken Büros und E-Scooter-Stationen ist, dass man einfach auch irgendwie die persönliche Nähe zu den Mitarbeitern aufbaut und das Personalthema halt einfach Chefsache wird. Haben die unruhigen Jahre ein bisschen dazu geführt, dass Fluktuationen herrscht oder entstanden ist? Also das würde ich jetzt so nicht sagen, das glaube ich nicht. Wir haben, wie gesagt, also wie Sie selber gerade gesagt haben, wir haben über 20 Mitarbeiter, die über 15 Jahre da sind und auch noch höhere Jubilanten. Die Leute stehen hinter der Firma, die stehen hinter dem, wofür die Firma steht. Und ich glaube nicht, dass die medialen Sachen da irgendwo einen Mitarbeiter dazu bewegt haben, das Weite zu suchen. Das denke ich nicht. Woher holt ihr neue Mitarbeiter? Auch ganz unterschiedlich. Also gerade wurde das Thema Ausland angesprochen. Wir haben ein Startup in der Solarmontagebranche, wo wir quasi mittlerweile in der Slowakei ausbilden an 2 Standorten. Wir rekrutieren hier vor Ort. Es gibt Rekrutierungsfirmen, die sozusagen nichts anderes machen, als den ganzen Tag Bewerbungen rüberzuschicken, die man dann sozusagen mittlerweile sogar von denen und deren Personalern verwirklichen lassen kann, bis der Arbeitsvertrag auf dem Tisch liegt. Wir machen das, wir rekrutieren selber, wir spielen Ads, wir gehen neue Wege. Und es ist aber schwerer, nochmal, weil die Mitarbeiter in der ersten Gesellschaft, die sich identifiziert haben, die haben viel mehr Mitarbeiter mitgebracht. Also wir waren die ersten 100 Mitarbeiter, glaube ich, auf keine Ausschreibung angewiesen, weil die haben sich identifiziert, die haben darüber im Freundeskreis erzählt, Freunde haben darauf irgendwo reagiert und sich bei uns gemeldet oder bei der Person gemeldet. Und das merkt man halt, je größer es wird, desto mehr ist man natürlich erstmal überhaupt auf Personal angewiesen, aber halt auch auf Ausschreibung und dann die Wege sozusagen von außen und nicht aus dem Unternehmen und aus den Mitarbeitenden. Also auch da wieder das Thema, also zumindest bei denen, die schon da waren, Identifikation mit dem Unternehmen. Haben wir ja vorhin schon 1-2 Mal gehört. Adler Solar ist nah dran. Wenn wir hören, da gibt es Solateure, habe ich gelernt, heißen die. Das sind die Menschen, die oben die Panels oben aufs Dach packen. Das ist ja sozusagen nah beieinander und möglicherweise sind die Themen auch dieselben. Auf der anderen Seite sehe ich aber Adler Solar
vor ein paar Jahren waren, sind noch 30 Mitarbeiter, jetzt sind es 100, über 100, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall viel, viel mehr. Möglicherweise hat Adler Solar gar kein Problem mit Nachwuchskräften. Jein. Also grundsätzlich, wir waren mal über 200 Mitarbeiter. Das war ja ein sehr, sehr boomender Markt. Wir erleben das jetzt aktuell wieder. Das gab schon mal eine ähnliche Situation. Und dann gab es diese Altmaier-Delle. 2013 ist der Markt gecrashed. Es sind über 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland verloren gegangen. Und seit 2018 hatten wir dann einen riesen Wandel von den 200 Leuten auf ungefähr 30 Mitarbeiter runtergefallen oder konsolidiert. Standen vor der Herausforderung, machen wir das Unternehmen zu oder entwickeln wir das weiter? Und mein Geschäftsführerkollege, der hat damals die Entscheidung getroffen, wir spezialisieren uns auf den Anlagenneubau und vor den 5 Jahren war eben halt Photovoltaik noch nicht so sexy wert. Ne? Also jetzt will das jeder haben und vor 5 Jahren war das noch nicht der Fall. Das heißt also, man musste das Unternehmen neu denken, neu aufstellen und Co. Ich bin jetzt selber seit 2,5 Jahren da. Habe selber meine DNA im Marketing und im Vertrieb und wir mussten natürlich insgesamt aufbauen, aber haben parallel uns auch die Frage gestellt, wie können wir überhaupt dieses Wachstum bewerkstelligen. Nach etwas über einem Jahr, wo ich da war, kam dann noch der Krieg dazu. Das war dann exponentielles Wachstum. Also das war extrem, was da einfach passiert ist. Und da waren wir, wie gesagt, bei rund 30 Mitarbeitern. Jetzt sind wir bei 102, 103, müssen wir jetzt irgendwie gerade eingestellt haben. Plus unsere Subpartner. Wir sind so insgesamt hier in Bremen bei 130 Mitarbeitern. Und das eine ist immer, ich muss die Mitarbeiter finden, ich muss dafür die Aufträge haben, aber auch die Infrastruktur schaffen, diese Fragen beantworten, die Sie ja gerade auch gesagt haben. Ne? Was bietet ihr denn alles? Also da sind ganz, ganz viele Herausforderungen, dem wir uns gerade gestellt haben. Also einmal überhaupt dieses Wachstum zu schaffen, Materialverfügbarkeit zu haben, Strukturen, Standards, Prozesse zu schaffen. Das kennt jeder in den Unternehmen. Aber parallel auch die alten Leute nicht zu verlieren auf diesem neuen Weg, weil es sind viel mehr neue da als alte, die aber auch gehört werden möchten und die auch ganz wichtig sind fürs Unternehmen. Und parallel genauso die jungen Leute, die sich da jetzt einbringen. Jeder, der bei uns arbeitet, ist Pionier. Das sind die Alten, das sind auch die Neuen, weil das ist ein Markt, der sich komplett neu aufstellt. Und auf diese Reise nehmen wir die mit. Und das, was, glaube ich, uns da auszeichnet, ist einfach, dass wir uns ganz viel Zeit nehmen, mit den Leuten zu reden, denen zuzuhören und auch die Ideen mit einfließen zu lassen. Es gibt da solche Sendungen wie Undercover Boss und so weiter. Und da findet man immer wieder tolle neue Sachen, wenn man den Leuten mal zuhört. Und da haben wir so einen Verbessererkasten und wir führen viele Gespräche und wir investieren ganz, ganz viel Geld in die interne Kommunikation mit externen Beratern und so. Also der Mensch steht bei uns im Fokus und natürlich all diese tollen Sachen wie, haben wir eine Küche, wo Mitarbeiter kochen können? Ja, haben wir Getränke, Obstkorb und den ganzen Kram? Ja, natürlich haben wir das, aber vor allen Dingen geht es ja um den Menschen und wir stellen das nicht einfach nur in den Raum, sondern fragen auch, was möchtest du eigentlich haben? Was findest du wichtig für das Unternehmen, damit du dich bei uns wohlfühlst? Weil Fakt ist ja nun mal, die meiste Zeit, die ich in den meisten Fällen in einem Unternehmen verbringe, ist irgendwie da mit meinen Kollegen, außer die Remote arbeiten und Co. Aber meine Monteure sind nicht in der Firma, die sind bei irgendwelchen Kunden auf dem Dach. Ne? Das finde ich gerade, wenn ich das sagen darf, ich bedanke mich total gerade für diesen Wortbeitrag. Wir reden mit den Menschen. Ja. Also früher habe ich, wenn ich mit Führungskräften gearbeitet habe, habe ich immer gesagt, sprechen hilft. Und das habe ich inzwischen auch wirklich weiterentwickelt. Das heißt, fragen hilft, zuhören hilft und dann hilft auch sprechen. Weil ich natürlich in der Rolle, wenn ich das Unternehmen gestalte oder wie ihr das auch, wenn ihr es aufbaut, ich gebe natürlich Rahmen und Orientierung. Dafür muss ich auch sprechen. Davor ist es aber unfassbar wichtig, den Menschen und den Leuten zuzuhören und die ernst zu nehmen. Wertschätzung ist übrigens auch zuzuhören, wenn ich kritische Anmerkungen höre. Und ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, und das mit den, also das Buzzword ist ja Obstkorb und was weiß ich, Kicker, wo ich sage, das ist okay. Nur, und das ist nicht schlecht. Nur es gibt Untersuchungen darüber, dass die Menschen trotzdem gehen, wenn sie als Mensch nicht wahrgenommen sind. Und wenn ich zum Beispiel mit Führungskräften arbeite, ich habe gerade ein Startup in Nordfriesland, die machen einen Wasserstoff, also mega, also ne, noch zukunftsorientierter geht es ja auch gerade kaum. Die haben vom Dreivierteljahr waren sie 50 Menschen, inzwischen sind sie jetzt 120. Und ich arbeite jetzt, ich habe angefangen mit der Geschäftsführung, 2 Geschäftsführer, eine Prokuristin und die sagen, ja, und wir machen so diese Kreisorganisation und die sollen in Eigenverantwortung und wir wollen das. Und jetzt merken wir aber, weil es sind auch so viele geworden, ich musste an euch auch denken, so, wie machen wir das jetzt? Und wir arbeiten jetzt erstmal zu dritt mit denen, sag ich, was sind eigentlich die Themen? Wir haben es denen einmal gesagt, wie es gehen soll. Ja, einmal sagen reicht nicht. Und dann kommt es an, wie wollen wir, welche Rahmen wollen wir geben, wie wollen wir in den Dialog, in die Kommunikation gehen mit den Leuten, was ist uns wichtig, welchen Vertrauensvorschuss geben die denn auch? Wenn du sagst über Vertrauen auch, wie orientieren wir die, dass wir sagen, wir wollen gerne vertrauen, dass die aber auch vertrauen, dass wir vertrauen. Also, dass ich überhaupt eine Atmosphäre, dann eine Kultur schaffe,
durch mein Agieren, durch das implizite Agieren, und das kommt dann häufig eben von oben, von der Geschäftsleitung, und dann atme ich das nach unten durch. Ich habe mein Lieblingszitat bei diesem ganzen Thema ist von Richard Branson, der sagt, train the people so well that they can leave, but treat them so well that they don't want to. Und das auch in der Führung oder der Geschäftsführung, das zu gestalten, das wirklich bewusst zu gestalten. Und dafür muss ich was tun. Dafür brauche ich Zeit und dafür brauche ich kluge Kommunikation. Und Kommunikation heißt ganz viel zuhören übrigens auch. Und dann kommt das, und Obstkorb ist super. Sowieso. Ich lerne also, Unternehmenskultur ist mehr als Obstkorb. Und letztendlich hat es gar nichts mit dem Obstkorb zu tun, sondern mit den Bedürfnissen im weitesten Sinne, die sowohl die Firmenleitung als aber auch die Mitarbeiter haben. Welche Rolle spielt das Thema Qualifizierung? Das ist ja auch oft ein Wunsch, und sage, ich möchte eigentlich mich reinarbeiten oder ich möchte vielleicht in eine Firma rein, kann das aber noch nicht. Welche Rolle, das ist ja ganz viel, dass wir so Quereinsteiger haben, versuchen Leute zu gewinnen aus Bereichen, die eigentlich artverwandt ist. Zum Beispiel habe ich letztlich gelesen, so Mechatroniker in Automobilfirmen, die Verbrennermotoren einbauen und noch relativ jung sind, die können die Uhr danach stellen, wann sie das wahrscheinlich nicht mehr tun werden. Ist also vielleicht schlau, sich da jetzt drüber Gedanken zu machen, werde ich vielleicht Solateur zukünftig oder Dental, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen alles heißt, diese ganze Zeit. Du wolltest mal ganz viel machen, ja. Also, Qualifizierung, Quereinstieg ist ein großes Thema, oder? Vielleicht ganz kurz. Ich glaube erstmal, das Thema Qualifizierung hört ja nicht nach dem Einstieg auf. Natürlich nicht. Sondern das geht ja immer weiter. Wir müssen ja heute permanent unsere Leute weiterentwickeln. Und also das ist sozusagen Gegenstand. Ja, also das ist ein permanenter Prozess, den wir haben. Da gibt es natürlich spezielle Prozesse, dann zugeschnitten auf die Aufgaben, auf die Person. Und da merken wir auch, wie das von den Kolleginnen und Kollegen auch dann gedankt wird, wenn sie da die Chance haben, sich weiterzuentwickeln. Also mein Punkt ist, also nur vorneweg, das reicht überhaupt nicht aus. Sondern man kann qualifizieren, um reinzukommen. Aber wenn sie mal da sind, das ist ja hier auch der Punkt gewesen, den ich auch sehr, sehr teile, man muss dann einfach gucken, dass man die Leute, die Mitarbeiter, die man hat, so ausbildet, wie es dann, dass sie dann eben auch wirklich ihren Job mit Freude machen können. Und das machen wir permanent. Ja. Also den Solateur gibt es nicht als Ausbildungsberuf, da ist man bei, da arbeiten wir auch dran mit der Handwerkskammer, dass das anerkannt ist, aber dann arbeiten wir halt mit Dachdeckern und Co. zusammen, aber genauso haben wir halt Elektriker, Elektroingenieure, Planer und so weiter. Und was ich vorhin schon gesagt habe, es sind über 100.000 Arbeitsplätze am Markt verloren gegangen. Die müssen wir überhaupt erstmal wieder finden. Und den ganz klassischen Spezialisten, das ist gar nicht so einfach. Und das, was wir eben haben aus der alten Unternehmensstruktur, haben wir halt noch bei uns im Kern. Und da haben wir halt einen Ausbildungsprozess für uns intern geschaffen, wo wir das einmal A weitergeben, aber auch B über verschiedene Plattformen eben weitergeben. Und wir haben zum Beispiel Elektriker, die werden zum Techniker ausgebildet. Das bezahlen wir auch mit. Das ist eine Ausbildung nebenberuflich oder Freistellung über 2 Jahre. Und man muss einfach verschiedene Wege gehen und ich glaube auch so viel zulassen. Ich selber habe 2 abgeschlossene Berufsausbildungen und berufsbegleitendes Studium gemacht und ich bin bei weitem nicht mehr das, was ich mal gelernt habe. Und ich glaube, das muss man auch zulassen, dass sich Menschen weiterentwickeln wollen und vielleicht nicht mit 18 wussten, was sie mal später werden möchten. Man muss ihnen dabei aber die Chance geben, die Hand reichen und vielleicht auch so ein bisschen hands-on da diesen Vorbildcharakter haben und die Leute an die Hand nehmen und die Möglichkeiten bieten. Das ist natürlich nicht überall möglich und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, auch vielleicht manchmal gar nicht machbar. Aber ich glaube, einfach sich per se dagegen zu verwehren, ist falsch. Man muss irgendwie gucken, wie ist das möglich. Und da gibt es ganz viele Ansätze durch Abendschule, Fernstudium und so weiter. Und irgendwie da eine Möglichkeit zu schaffen, zu unterstützen, ist, glaube ich, das Richtige. Ich will mal eine Frage mit reinbringen, die von außen reingekommen ist, nämlich sozusagen über die Kommentarfunktion im Stream. Was halten Sie vom Ansatz, alle Generationen miteinander zu verbinden? Also Schüler, junge Leute, Mittelalte, Senioren, Rentner, Menschen aus Altenheimen zusammenzubringen, um Wissensaustausch zu machen oder, wenn man so will, Erfahrungsaustausch zu machen, um den Leuten, die vielleicht als Quereinsteiger, so wie wir es gerade besprochen haben, die Möglichkeit zu bieten, sich innerhalb einer Firma weiterzuentwickeln. Haben Sie da Erfahrungen? Also wir haben das. Und zwar, ja, also das Thema sind Elektriker und Co. Und Elektromeister und so gibt es halt, da muss man schon echt gut suchen. Das ist so eine Spezies, die ist echt schwierig, gut zu finden, gute Leute dann auch zu bekommen.
Und wir tun uns auch keinen Gefallen, wenn wir die gegeneinander abwerben, weil am Ende des Tages dreht sich das nur im Kreis und kommt irgendwann zurück. Aber das, was wir gemacht haben, ist eben mit Elektrikern AD oder Elektromeistern AD auch zu gucken, dass sie dieses Wissen, was sie haben, unseren jungen Elektrikern beibringen und eben da einfach mal ein bisschen reinschauen. Es gibt immer mehr Auflagen, aber so ein bisschen dieses, wie geht man in so einer Situation, so speziellen Themen und so, da können die einfach mithelfen. Und das ist viel cooler, als irgendein Buch zu lesen oder ein YouTube-Video anzugucken, kann man auch machen. Aber mal in diesen Dialog zu gehen, so dieses, ich sag mal, Kaminzimmergespräch, mal so ein bisschen andere Atmosphäre schaffen, vielleicht auch nicht in der Firma, sondern mal außerhalb. Das ist was Besonderes und das machen wir. Und das ist nicht nur bei den Elektrikern, das probieren wir auch in anderen Bereichen zu machen, immer aus dem Netzwerk vielleicht mal mit irgendjemandem, der ein Unternehmen hatte und besonders im Marketing war oder so, dass wir da mal eben die Brücke bauen mit meiner Marketingabteilung, dass ich sage, Mensch, erzähl dir mal, dann können die mal Fragen stellen, wie bist du in solchen Situationen umgegangen und da Wissenstransfer machen, das ist ganz besonders, ja. Das gehört für mich übrigens zur Selbstverständlichkeit strategischer Personalplanung. Mhm. Und da habe ich ja das, also die, zum Beispiel die Elektromeister AD oder die dann die Älteren meinetwegen in einem Unternehmen, die sind ja mal die Jungen gewesen und die haben die Innovation ins Haus gebracht. So, und jetzt kommt der nächste Schritt der Innovation. Es geht ja immer weiter. Und den Wert, den ich von den Älteren habe, den in den Austausch zu bringen, das ist ja, würde ich immer sagen, genau der Weg und das gehört dazu. Das ist für mich übrigens auch ein Anteil von New Work oder auch Smart Work. Ne? Und betrifft eigentlich alle Geschäftsbereiche. Wir haben ja jetzt hier heute IT, wir haben hier Handel, wir haben Dienstleistungen, unterschiedliche Bereiche. In den Kommentaren wurde auch nochmal auf das Thema Pädagogik angesprochen. Was kann man in diesem Bereich machen? Das ist sicherlich ein Thema, über das wir jetzt hier speziell nicht reden können, weil wir jetzt am Ende gar keine Pädagogen am Tisch haben. Aber trotzdem, natürlich ist es etwas, was alle Bereiche eigentlich betrifft, auch die sehr spezialisierten. Wenn ich zum Beispiel gefragt worden wäre vor 3 Monaten, was macht eigentlich die Bremer Goldschlägerei? Ich hätte es nicht gewusst. Ein sehr spezialisiertes Unternehmen mit wahrscheinlich hochqualifizierten Technikern oder Ingenieuren. Wie bekommen Sie Ihre Mitarbeiter? Wie bekommen Sie die Young Professionals, Herr Weiß? Ja, also das ist harte Arbeit. Ja, ist gar nicht so einfach. Ich muss sagen, was da am meisten bringt, sind eigentlich die Zusammenarbeit mit den Hochschulen. Also wir haben ja natürlich sehr viel spezialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir machen ja Medizintechnik. Da gibt es also eine ganze Reihe von Technologien, die wir anwenden. Und da macht es unheimlich viel Spaß, mit diesen jungen Leuten von den Hochschulen zusammenzuarbeiten. Die habe ich eben Peter Ritzenhoff gesehen, da aus Bremerhaven. Und da werden noch von der Uni auch ein paar dabei sein heute. Und das ist faszinierend zu sehen, was man, wenn man mit Projekten anfängt, da alles auf die Straße bringen kann. Und das ist so für uns so der Einstieg. Wir haben permanent Praktikanten bei uns, wir haben permanent Leute bei uns, die ihre Masterarbeiten bei uns schreiben. Und dann lernt man sich auch ein bisschen kennen, die dann auch kennen, wie das bei uns so geht. Und dann ist es eben unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie dann an Projekten arbeiten, wo sie Erfolg haben können, wo sie den Erfolg dann auch sehen. Und wenn sie den Erfolg sehen, dann merken sie, das ist natürlich miteinander, da haben wir die alten Hasen, nicht, die so ein bisschen dann zeigen, die kennen die Abkürzungen vielleicht hin und wieder mal. Und das ist eben auch die Mischung, die es dann ausmacht. Und deswegen also für uns ganz wichtig, Hochschulen, Universitäten. Wir gehen natürlich, wenn es um Auszubildende geht, gehen wir in die Schulen. Wir machen also alle möglichen, also da ist man ja heute überall unterwegs, der Staatsrat ist er noch da, weiß ich gar nicht, der kennt die ganzen Sachen, die wir da haben. Also da, aber es ist eben harte Arbeit und da muss man sich große Mühe geben, aber man muss eben auch wirklich ein bisschen muss auch Lust drauf haben, mit den jungen Leuten dann diese Sachen zu machen. Und man erlebt eben, wenn man dann, und das ist das nächste Thema, Verantwortung. Ich habe also super Erfahrungen gemacht mit jungen Leuten, die dann Verantwortung hatten. Du hast gerade erzählt, dass du dein Unternehmen gegründet hast. Das war eben auch dann voller Verantwortung. Und wenn das dann läuft, boah, ist das super. So, und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die wir haben, das zu organisieren. Und wenn man das gut macht, dann natürlich, die reden ja dann auch drüber. Also jetzt schon Kununu ist eben genannt worden. Ich meine, das tauscht man sich auch aus. Und wir haben glücklicherweise dann gerade, ich sage das, Bremerhaven, weil die so einen Medizintechnik-Bereich haben, das ist dann Word of Mouth. Und die reden dann drüber. Und dann kommt dann auch die nächste Generation, das nächste Semester sozusagen dazu. Und das ist, ich muss sagen, das macht also unheimlich viel Spaß. Wie weit spielen Arbeitskräfte aus dem Ausland, wenn es darum geht, Lücken zu füllen? Da schreit ja alles danach. Also im Moment, man kann es auch lesen, sozusagen, der Arbeitsmarkt braucht ungefähr 400.000 Zuwanderer nach Deutschland, heißt es. Und um überhaupt dann den Bedarf an Kraft, an Fachkräften wieder stillen zu können oder annähernd stillen zu können. Dann gibt es ja das Einwanderungsgesetz, was sozusagen versucht, das leichter zu machen. Und das ist auch ein Work in Progress zurzeit. Und insgesamt ist es so, dass natürlich viele kommen und die haben möglicherweise eine Ausbildung in Ländern nicht in der EU gemacht. Und die können Dinge und können aber nicht arbeiten in ihrem Bereich, weil die Abschlüsse nicht anerkannt sind. Und da wird natürlich jetzt viel geschrien, mein Gott, da sitzen Leute, die können das, aber ich kann sie nicht in diesem Job einstellen, weil sie das Zertifikat nicht haben.
Haben Sie diese Erfahrung? Tobias Döpken, wir haben nickt. Das im Elektrikerbereich, also konkret, wir haben 18 verschiedene Nationen bei uns in der Firma. Wo wir Probleme haben eben mit der Anerkennung, ist unter anderem bei den Elektroingenieuren. Die kommen zum Beispiel aus Albanien, die sind dort Ingenieur. Und wir kriegen hier mit Hängen und Würgen die Elektriker-Anerkennung. Und die haben dort ganz andere Anlagen gebaut. Also die waren dann nicht zu Hause beim Einfamilienhaus und so einem Elektrokasten, sondern haben ganz andere Sachen gemacht. Und das ist sehr schwer. Und wir hätten eigentlich die Möglichkeit, Zugang zu mehr zu bekommen, aber wir kriegen die Anerkennung nicht durch, trotz aller möglichen Kontakte in die Politik und auch dahinterhergehen und uns da ganz stark zu engagieren. Und das ist leider immer das schade, weil wir hätten die Möglichkeit, wir haben die Arbeitsplätze, wir können sie besetzen, wir hätten sogar die Leute, aber wir kriegen die Anerkennung nicht hin. Das ist schwierig, ja. Welche Rolle spielt da Sprachförderung oder Sprachkurse oder überhaupt die deutsche Sprache lernen zu können, damit man sich mit den Kollegen unterhalten kann? Also ja, die sprechen sogar teilweise echt gut Deutsch. Und wenn nicht, dann können wir auf Englisch gut sprechen, das reicht. Und im Zweifel würden wir auch die Sprachschulen machen. Aber das ist gar nicht da das Thema, sonst geht es wirklich um die Zertifizierung dieser oder Anerkennung des Berufs. Wie sieht es in den anderen Firmen auch aus? Also wir haben das gleiche Thema natürlich auch mit Elektrikern gehabt. Und da ist es ja dann die Übersetzung und das Überführen dann der Zulassung als Elektromeister. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass das ja nicht das Einzige ist. Also man muss ja sagen, dass die technischen Ansprüche hier jetzt als Beispiel in der Elektrobranche andere auch sind. Das heißt, weil jemand da drüben seinen Meister gemacht hat und da drüben alles perfekt kann, so wie man es von einem Meister auch hier im Handwerk erwarten würde, dass also eine gleichwertige Qualifikation ist, heißt es noch nicht, dass wir ihn jetzt hier dann in Deutschland sofort an jeden Schaltschrank im Gewerbebetrieb irgendwo ranstellen können, weil es hier andere Normen gibt, es gibt da einfach keine europäische durchgängige Vorstellung, was dann so ein Meister können muss. Und da geht es dann tatsächlich weniger um die Sprache, weil mittlerweile, glaube ich, die wenigsten Kunden sich beschweren, wenn jemand kommt, der Englisch spricht. Das gibt es, glaube ich, kaum noch. Die Leute sind froh, wenn die Handwerker da sind und ihre Arbeit zuverlässig machen. Da geht es nicht mehr um die Sprache, sondern eher tatsächlich darum, dass das andere Standards sind und dass man die dann hier vor Ort halt nochmal schulen muss über den Meistertitel hinaus, obwohl es das Höchste ist im Handwerk, was man da drüben dann hätte erlangen können. Was müsste passieren, damit das leichter wird? Kai Stürnbeck ist da, der kann sich das anhören und gleich weiterbringen. Ja, es gibt ja viele Pilotprojekte, wo quasi dann im Ausland geschult wird auf das, was dann hier quasi gefordert oder abgefragt wird an Ansprüchen. Das ist ja nicht nur im Elektrobereich, das gibt es als Pilotprojekte für die Küche oder für die Gastronomie, das gibt es für die Pflege, das gibt es überall. Und ich denke aber, da sollte man auch den Aspekt nicht vergessen, dass da die Fachkräfte jetzt auch nicht im Überhang sind. Ich glaube, dass man das immer mehr merkt, zumindest ist es bei uns so. Wir haben tatsächlich auch vor 3 Jahren vielleicht gerade oder vor 3 Jahren, als es anfing mit Corona, keine Probleme gehabt, dann aus den osteuropäischen Ländern Elektriker oder auch Dachmonteure zu bekommen. Und es zieht da aber natürlich dann auch an, also die Solarbranche genau wie alles andere. Und auch da sind Fachkräfte knapp und knapper, immer mehr. Und das heißt, dass das so ewig auch nicht die richtige Methode sein wird. Das heißt, das füllt auch nicht alle Lücken und damit ist das Problem erledigt. Die Lücken sind anderswo dann vielleicht. Genau. Und dann geht es natürlich darum, zu versuchen, in die Kommunikation zu kommen mit den Leuten, die interessiert sind. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich wie erreicht man die Leute? Also wie erreicht man die, die man gerne zukünftig vielleicht in seinem Betrieb hätte? Recruiting, Zauberwort. Und wie funktioniert das Ganze? Also ich weiß, dass die Arbeit AG zum Beispiel damit wirbt, top, ich muss, hab's mir aufgeschrieben, das kann ich gar nicht. Also Top-Siegel, haben das Top-Job-Siegel bekommen, also Arbeitgeber des Jahres. 2013, 2015, 2017, 2021, 2023. Und auf der Kununu-Plattform, ja. Und auf der, das sind Mitarbeiter, oder? Und auf der Kununu-Plattform sind es auch Top-Bewertungen. Hilft das, Christian Distelkamp? Also wir haben schon den Eindruck, dass es hilft, ja. Also wir fahren, man könnte sagen, zweigleisig. Wir haben schon immer das Problem gehabt, dass wir nicht so richtig oder nicht so wirklich transparent rüberkriegen, was das jetzt bei uns anders ist. Ja. Da arbeiten wir jetzt in den letzten Jahren sehr massiv dran, das irgendwie transparent zu kriegen, also zu transportieren mit Filmchen, mit Statements, mit solchen Arbeitgeberauszeichnungen. Und der zweite Block ist eben, dass wir versuchen, Menschen möglichst früh für uns einzusammeln. Also, dass wir eben an den Hochschulen die Menschen früh als Praxissemestermenschen, als Studierende, als Abschlussarbeitsersteller einsacken und sie damit so mit unserem Habitus indoktrinieren, dass sie gar nicht mehr woanders hinwollen.
Das ist, was Richard Branson sagt. Genau, das weil, ist weil es. Wir, ja. Weil wir halt auch glauben, dass Menschen, die für Geld kommen, auch für Geld wieder gehen. Ja. Deswegen wird das nicht funktionieren oder nicht auf Dauer funktionieren. Wie Tobi eben auch sagte, ne, dann ist das einfach nur so ein Karussell. Und das Einzige, was passiert, ist, dass die Gehälter immer mehr werden und man sich das irgendwann gar nicht mehr leisten kann. Aber natürlich ist genau dieser Punkt, Menschen, die jetzt ein paar Jahre Berufserfahrung haben, extrem interessant für uns, weil man die eben nicht noch ausbilden muss, so wie wir es bis jetzt eben immer mit der Großteil der Menschen gemacht haben, sondern zusätzlich sie möglichst zügig in Projekte kriegen kann. Und da gibt es ja mehrere Arbeitsgruppen bei uns im Unternehmen, die das, ich würde sagen, sehr erfolgreich machen, das jetzt so nach und nach nach außen zu transportieren. Wie ticken wir denn und was ist denn der Unterschied? Und ja, solche Arbeitgeberauszeichnungen, die helfen dabei natürlich. Angefangen haben wir damit eigentlich, um so ein anonymes Sprachrohr der Mitarbeiter wieder zurück zu uns zu kriegen, um rauszufinden, wo gibt es denn noch Verbesserungspotenzial? Also wo können wir noch irgendwie was besser machen, weil wir irgendwas vielleicht nicht so im Blick haben? Und wo glauben wir eigentlich, dass wir alles richtig machen, aber haben vielleicht irgendwo an einer Stelle versäumt, darüber zu sprechen? Also, keine Ahnung, so ein betriebliches Gesundheitsmanagement oder so, das wird man bei uns nicht finden, weil wir das nicht als Regel oder sowas haben. Aber wir achten sehr wohl darauf, dass die Mitarbeiter bei uns eben gesund bleiben und achten darauf, dass sie sich nicht selber in den Burnout schießen. Auch ein Wiedereingliederungsmanagement oder sowas haben wir nicht, haben wir keine Regel für. Aber wenn jemand krank ausgefallen ist und dann wieder zurückkommt, dann sorgen wir dafür, dass die Rahmenbedingungen passen für genau diesen Menschen, um wieder zurück in den Alltag zu kommen. Und das wollte ich nämlich sagen, danke, dass du das gesagt hast, auch mit diesen Auszeichnungen. Die Auszeichnungen entstehen ja dadurch, indem es zum Beispiel anonymisierte Befragung Unternehmen geht. Also ich gehe ja nicht hin und bezahle eine Aufzeichnung, sondern ich bekomme das erst, wenn bei mir im Unternehmen solche Rückmeldungen, Auswertungen kommen, dass dann von draußen gesagt wird, ja, zertifizierter, also Arbeitgeber des Jahres. Das heißt, ich halte das auch diese Frage nach dem Recruiting total wichtig in der jetzigen Situation. Und ich halte die für zu kurz gesprungen, wenn ich mich nur darauf fokussiere. Und da bin ich auch wieder total bei dir. Du sagst, hört auf mit dem, also ne, einfach gesagt mit dem Recruiting, kümmert euch um die, die da sind. Wenn ich mich nur um Recruiting kümmere und nicht allerdings um das, wie schaffen wir den Umgang miteinander, welche Kultur, wie geht Geschäftsführung mit den nächsten Ebenen um, wie rede ich auch mit den nächsten Führungsebenen, also wenn du sagst, ich kann die ja nicht mehr alle kennen, dann hast du andere Menschen dazwischen, Teamleitung, wie sprecht ihr miteinander, wie wollt ihr gemeinsam auftauchen zusammen in den Teams und dort auftreten. Wenn ich das nicht parallel mache, kann ich das Geld für Recruiting auch gleich verbrennen, weil natürlich kommen die am Anfang und dann checken die das allerdings sehr schnell. Und ab einem bestimmten finanziellen Niveau, dazu gibt es ja auch viele Untersuchungen, sind die Leute, es gab übrigens auch eine Frage, die ich da hinten gesehen habe, wie viel müsste ich bezahlen, damit ein junger Mensch bleibt und nicht geht, wo ich sage, es gibt so bestimmte finanzielle Niveaus, die Leute zufrieden machen. Und ab dann geht es darum, wie kann ich mich hier weiterentwickeln? Welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich hier? Wie werde ich wahrgenommen? Wie wird zum Beispiel auch Entwicklungsfeedback wertgeschätzt gegeben? Wie werde ich übrigens auch mal wertgeschätzt, wenn ich etwas gut mache? Also Bremer Motto, nichts gesagt ist genug gelobt, habe ich auch mal kennengelernt. Das funktioniert nicht. Und wie spreche ich positive Wertschätzung aus? Und wir sind sehr viel in Buzzwörtern. Wie spreche ich auf Augenhöhe, egal in welcher Organisation, in welchem Team? Das heißt, das muss zwingend parallel laufen. Und so eine Auszeichnung kriege ich ja nur, wenn ich vorher das aus dem Unternehmen raus gespiegelt bekommen habe. Und deswegen geht das immer parallel Hand in Hand. Christoph Weiß hat den Finger gehoben, ganz brav. Ja, ganz herkömmlich. Ich wollte mal einen etwas kritischen Punkt einführen. Es ist nämlich gar nicht so leicht, Leute nach Bremen zu bekommen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir das sagen. Also wenn wir jetzt mal, also wir gucken ja auch überall nach unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das ist eben nicht so ganz einfach. Und da habe ich schon ein Gespräch geführt mit, wo gehen meine Kinder zur Schule und so weiter. Das ist das Hauptthema dann immer, was dann immer kommt. Und da ist eigentlich die heutige Zeit, ich habe ja zwei Söhne und der andere hat, ich habe dem erzählt, wir müssen jetzt immer die Gespräche führen über wo wohnen die dann eigentlich. Und ich habe natürlich gerne dann auch die Leute irgendwie in der Gegend, das war früher so meine Einschätzung, und sagt mein Sohn zu mir, Papi, das ist doch total cool, es kannst du Leute einstellen, die nicht in Bremen wohnen, weil die mit New Work sozusagen über euch verbunden sein können, mit allen möglichen Themen, die wir heute so haben.
Das ist auch nicht ganz falsch. Also das heißt, ändert sich auch so ein bisschen, das Recruiting ändert sich, sagen wir, durch Technologien, die wir heute haben. Man kann da also ganz anders arbeiten, das finde ich eigentlich ganz spannend, aber ich, wenn Herr Stürnberg noch da wäre, oder ist er noch da, da würde ich gerne den Punkt machen, also wir müssen auch Bremen, sagen wir mal, für Arbeitnehmer attraktiver machen, dass es einfacher ist, in Unternehmen die Leute hier nach Bremen zu bekommen. Also es ist eben ein bisschen, wie die Amerikaner sagen, Uphill Battle, ja, ein bisschen Bergaufkampf, nicht immer ganz einfach. Da sind wir zum Glück so ein bisschen Exot, weil uns ist egal, wo die Leute wohnen. Ja, ja. Gratuliere. Ja, dafür haben wir halt andere. Der Friseur ist nicht egal, wo die Haare geschnitten werden. Wobei ich mit Haaren kenne, die sehen richtig aus. Aber Mitarbeiterbindung, also auf Augenhöhe miteinander sprechen, Vertrauen schaffen, Vertrauen geben vor allen Dingen. Das ist ja immer gut mit denen, die man hat. Aber wenn dann am Ende 10 Stellen leer sind, und wie fülle ich die? So, dass ich die Leute finde? Also ich sag mal andersrum die Frage, wir haben ja über Recruiting gesprochen, wie viel Marketing ist Recruiting? Wie viel Marketing braucht es im Recruiting, damit ich die Leute überhaupt erst neugierig mache? Also vielleicht einmal dazu ganz kurz vorab noch eine Sache, auch eine kritische Sache, weil es ja gerade um das Thema Geld ging. Das ist tatsächlich ja in jedem Vorstellungsgespräch einer der wichtigsten Punkte. Und ich habe es jetzt so erlebt, auf skalierenden Märkten, wo ich schnell Mitarbeiter einstellen möchte und muss, da ist das erste Argument das Gehalt. Und auch wenn wir alle darüber reden, dass man sich da gegenseitig hochschaukelt, wenn die Leute auf diesen besagten Vergleichsplattformen einen Filter einlegen, dann wird es wahrscheinlich, bevor es noch die Zufriedenheit ist, erstmal das Gehalt sein. Und dann filtern sie aus und gehen dann irgendwo, wie man das vielleicht mit Hotelbuchungen macht, ab einem gewissen Level, da will ich jetzt auch nicht hin, aber ansonsten geht es ja vor allem am Anfang ums Gehalt. Das heißt, ich glaube schon, übers Gehalt kann man Leute bekommen, man kann sie nur nicht behalten. Ja. Weil wenn das reines Schmerzensgeld ist, dann wird man die Leute auch wieder verlieren. Aber gerade in der Einstellung, in dem Prozess, wo wir da jetzt dann gerade eben noch bei waren, da ist Gehalt ein ausschlaggebendes Thema. Und natürlich gehört es auch, alles andere gehört dazu. Und selbstverständlich muss ich meine Mitarbeiter fördern und die Leute da behalten, die ich habe. Aber wenn ich wachsen möchte und wenn ich schnell Mitarbeiter einstelle, das Problem ist ja, dass alle Firmen mit diesen Sachen werben und dass diese Sachen mittlerweile ja auch kein Geheimnis mehr ist. Ich glaube nicht, dass irgendwer sich in ein Vorstellungsgespräch setzt und da sitzt ein Personaler oder ein Chef und sagt, am liebsten wäre es mir, wenn du dich in einen dunklen Raum setzt und da 8 Stunden dein Ding machst und mich nicht störst. Und das ist ja die Wahrheit. Also es hat sich ja geändert. Der ganze Markt weiß, was man machen muss und der ganze Markt macht es. Und dann sind halt in irgendeiner Form das immer noch die ausschlaggebenden Kriterien in meinen Augen, wonach Mitarbeiter im Moment dann für die Einstellung, nicht fürs Bleiben, nochmal betont, suchen. Auch ein längeres Thema. Wir können heute Abend immer nur das ein oder andere Spotlight bieten auf das. Wir sehen auch, dass wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, aber ein Thema würde ich gerne noch ansprechen. Und zwar gibt es sozusagen die Information, dass seit der Wiedervereinigung standen weniger junge Menschen in einem Ausbildungsverhältnis als zum Jahresende 2022. Das heißt, das sagt das Statistische Bundesamt. Und wenn man die Arbeitnehmerkammer in Bremen fragt, dann sagt die Unternehmen haben zu wenig Voraussicht gezeigt und zu wenig Engagement in Ausbildung gesetzt. So, jetzt. Ich wusste doch, dass das zum Schluss machen. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Ist der Stürnberg noch da? Genau, das ist ja also. Christoph Weiß. Ja, also das ist natürlich Quatsch. Also, nein, man muss ja sagen, was die Unternehmen heute sich alles einfallen lassen, um Auszubildende zu suchen, ja, das kriegen wir doch alle mit. Die Leute haben mittlerweile, manche Auszubildende kriegen mittlerweile also ein Smart-Auto gestellt, wenn sie durch die Gegend fahren müssen. Damit, also, gibt es wahrscheinlich bei euch auch, nehme ich mal an, weil bei euch habt ihr ja sonst alles. Es wird so viel gemacht, wir gehen in die Schulen, wir gehen auf die ganzen Messen, es gibt 1000 Messen, wo wir hingehen. Und das ist ja auch wichtig. Kein Mensch muss uns sagen als Unternehmen, dass Ausbildung wichtig ist. Das duale Ausbildungssystem ist also eine super Plattform, eine super Grundlage. Und ich habe ja mit sehr, sehr vielen Unternehmen gesprochen. Und das Unisono, das Gleiche, die würden alle gerne viel mehr einstellen, wenn es nur mehr Leute geben würde. Und da haben wir natürlich in Bremen, also jetzt muss ich den Punkt immer machen, ein bisschen auch ein Problem. Wir haben halt in Bremen eine relativ hohe Quote auch von Schulabgängern ohne Schulabschluss. 16%, übrigens Spitzenquote in ganz Deutschland. Und das macht es natürlich dann schwer. Natürlich bilden wir auch weiter aus. Wir machen also bei uns in Unternehmen Kniggekurse und wir machen also alle möglichen Geschichten, wie man damit umgeht. Wir bringen auch alle tollen Sachen bei. Aber es muss natürlich auch ein bisschen dann, noch ein bisschen passen. Also die Unternehmen wollen ausbilden. Wir wissen, das ist die Zukunft. Also in meinem Unternehmen, wir haben ja auch viele Auszubildende. Wir finden aber auch nicht genug. Wir sind sicherlich attraktiv. Und trotzdem wird es immer schwieriger, weil natürlich auch weniger nachwächst. Das ist einfach so. Also deswegen
Arbeitnehmerkammer, die ich natürlich sonst sehr schätze, gar keine Frage, alles ganz super. Aber ich glaube, also ich würde mal sagen, ich glaube, also 95% der Unternehmen, die ich kenne, würden gern mehr ausbilden und bilden überhaupt gerne aus und sehen das als Riesenchance, weil das die Leute natürlich an die Firmen bindet. Bei uns sind die Ausbildungen, die sind integriert ins Unternehmen, die bringen sich da ein, die haben Aufgaben, die auch sinnhaftig sind, die müssen nicht morgens irgendwie Kaffee kochen oder sonst irgendwie den Hof fegen, sondern das sind ganz wichtige Themen. Und jetzt bin ich auch gleich am Ende, man sieht schon ein bisschen, also da kann man, also wir wollen mehr ausbilden und wir brauchen aber in Bremen natürlich auch dann eine entsprechende Bildung, ja, dass die Leute auch ausbildungsfähig sind für uns in den Unternehmen und da gibt es vielleicht einen gewissen Match. Aber es gibt, ich kenne kein Unternehmen, keins, was nicht gerne ausbilden und auch noch mehr ausbilden würde. Ich habe auf alle Webseiten geguckt. Brigitta, bei dir sind keine Auszubildenden. Das ist aber irgendwie logisch. Ja, aber auch bei allen Firmen sind offene Ausbildungsplätze da. Das heißt, sie schreien im Prinzip danach. Und wenn ich einen Gedanken, der passt jetzt zu dem von Christoph Weiß und zu dem, was du vorher gesagt hast, dieses mit den Bewerbungsgesprächen. Und ich stelle niemanden ein und ich spreche dann wiederum mit Leuten wie euch, wie können wir das gestalten? Einen Gedanken, den ich zum Beispiel immer vorschlage und mit reinbringe, ist, lasst in den Gesprächen nicht nur die Chefs dort sitzen und abklopfen, ob der wohl gut genug ist. Doch, die also, Auszubildenden, ne? Auf die Messen. So, also ja, nicht genau, ihr schickt die ja, auf die klar, Messen, aber auch ja. In den Gesprächen selber, wenn zum Beispiel ein anderer Auszubildender mit dabei ist, also das wird mein Teamkollege und dem höre ich übrigens auch mit zu, ne, wenn wir dann entscheiden oder wenn es eben kein Auszubildender ist, sondern ein Young Professional, hört auf, immer nur mit den Chefs oder der Personalchefin da zusammenzusitzen, sondern holt die zusammen und lasst die ernsthaft entscheiden, die auch miteinander arbeiten sollen. Das ist beim Thema Recruiting übrigens ein sehr schönes, authentisches Firmensignal, dass wir das miteinander ernst nehmen, dass wir auf Augenhöhe sprechen und dann kommt das Geld dazu. Das könnte aber schon in der Kultur, so ein Gespräch zu führen, den Unterschied machen, wenn mehrere mit dem gleichen Geld wedeln, schlicht gesagt. Plötzlich einen Film gesehen, da wurden dann, ob Ausbildung oder eben Fachkräfte, Jobdating wurde gemacht. Also das heißt nichts. Speeddating. Bitte? Speeddating. Ja, das ist was anderes. Gibt es auch bei Jobs. Ja, ja. Keine Sorge, kann man ruhig hingehen. Also, ist nicht so schlimm. Im Prinzip das Gleiche. Ich muss mich gar nicht bewerben. Ich kann da einfach hingehen. Ich kenne den Termin und ich kenne die Firma und ich bin einfach nur da an dem Tag und dann wird mir die Firma erklärt. Und dann zündet es entweder oder es zündet nicht. Und dann kommt man ins Gespräch und dann ergibt sich daraus mehr. In dem Film, den ich gesehen habe, war das ganz toll. Ist das in Wirklichkeit auch so? Das kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert, weil eigentlich kann man ja nur dann wissen, ob ich da arbeiten will, wenn ich mit den Menschen irgendwie Kontakt hatte und mit der Aufgabe. Ja. Wir sagen häufig, man muss eigentlich die Leute in die Resonanz mit der Aufgabe bringen. Wenn die gegenseitig in Schwingung geraten, dann wird es wahrscheinlich gut. Und da kann man eigentlich nicht früh genug mit anfangen. Also wie wir das halt bei dem Thema Hochschulen versuchen, die Leute möglichst früh in so einer verlängerten Kennenlernphase ins Unternehmen zu holen und für den Job zu begeistern und für die Menschen drumherum. So kann man das im Bezug oder mit Zielrichtung Ausbildung ja genauso machen. Wir haben zum Beispiel mit einer Firma hier aus der Gegend so ein Summer Tech Camp mal ausgerichtet die letzten Jahre und machen das jetzt dieses Jahr auch wieder. Richtet sich an Schüler der Abschlussklassen und hat das Ziel, so diese technischen Berufe irgendwie greifbar zu machen und dafür da Lust drauf zu machen, dass sie überhaupt auf die Idee kommen. Und wenn sie dann soweit sind, sich bewerben zu müssen oder zu wollen, dass dann möglicherweise ein kleines Abarth-Logo schon hinten im Hinterkopf irgendwo eingebrannt ist und sie zumindest mal vorbeigucken, ob das da auch geht. Wir hatten zum Beispiel neulich eine Studentin da im Vorstellungsgespräch. Wir haben gefragt, wir fragen die Leute immer, wie kommst du denn auf uns? Also warum bist du jetzt ausgerechnet hier? Damit wir wissen, wo die Marketingmilliarden richtig eingesetzt werden. Klar. Ja. Und sie sagte, es war eigentlich ganz total cool. Die sagte, ja, ich war vor 7 Jahren, war ich hier zum Girls Day, hieß das damals noch. Gucke. Ja. Der gute alte Girls Deswegen Day. Er funktioniert doch jetzt, noch. Wo ich jetzt im Studium bin, dann jetzt hier und will jetzt eigentlich hier weiterarbeiten. Zum Schluss nehme ich noch eine Frage auf aus dem Stream. Das war eine Bitte, dass ich einfach mal alle fragen sollte. Das mache ich super gerne, weil das klingt nach Schlusswort. Wie sehen Sie das Thema Young Professionals in 10 Jahren? So steht es hier. Der Reihe nach. Brigitta. Es ist ein Dauerthema. Also es wird sich hoffentlich weiterentwickelt haben. Also und mit dem hoffentlich weiterentwickelt meine ich, es wird sich atmosphärisch in den Unternehmen und auch in denen, die
wieder Kultur im Unternehmen gestalten. Dass da, glaube ich, wird sich viel voran bewegt haben und es wird ein ständiges Thema sein. Tobias Söpken. Digitaler. Ich denke einfach, das wird deutlich digitaler. Nichtsdestotrotz bleibt der Mensch im Fokus. Menschen arbeiten zusammen und ich glaube, das kommt auch vor allen Dingen auf den Aufgabenbereich an. Ich glaube, wir werden ganz viele Berufe voll digitalisiert haben, wo einfach nur noch Roboter und Co. oder künstliche Intelligenz arbeiten. Aber wir werden auch noch ganz viele andere neue Berufe wieder schaffen oder haben. Und ich glaube, da wird sich das so ein bisschen drin auch aufteilen und einfach digitaler werden. Nach wie vor, wie gesagt, der Mensch auch im Fokus stehen. Und ich glaube, bestimmte Sachen bleiben auch einfach erhalten, weil die gut sind und etabliert sind und auch irgendwie durchs Elternhaus und Co. mitgegeben werden und so ein bisschen Werte und Kulturen auch mitgegeben sind und auch wichtig sind. Und das wünsche ich mir auch. Ändert sich doch nicht alles. Hoffentlich, ja. Christoph Weiß. Oh. Zehn Jahre. Absehbar. Ja, das ist absehbar. Also ich glaube, das wird eine Generation sein, dann die wird stark gefordert. Vielleicht noch stärker als die heute. Also wir haben ja heute so ein Käufermarkt, ist das gesagt worden. Ich glaube, dass in 10 Jahren der Wettbewerb, in dem die Young Professionals dann stehen, auch noch größer ist, auch durch Technologie. Wir haben heute gar nicht gesprochen über künstliche Intelligenz und solche Themen. Das ist in 10 Jahren, wird das noch eine ganz andere Dimension angenommen haben. Da werden wahrscheinlich andere Themen eine Rolle spielen. Dann die Frage, also auch durch Technologien steigt auch Internationalität. Also immer die Frage ist eben nicht mehr, ob der in Bremen sitzt oder ob der dann in Frankfurt sitzt oder vielleicht sitzt dann der Wettbewerb der Young Professionals in Indien oder in Nordamerika oder in China oder in Taiwan oder in Afrika. Und ich glaube deswegen, da wird total spannend sein zu sehen. Ich glaube, es wird sich bis dahin einiges verändern, weil der Wettbewerbsdruck ja, sag mal, auf Deutschland extrem steigen wird. Das kann man lange diskutieren, aber ich glaube, das wird super spannend. Maximilian Hirsch, du machst immer Ping-Pong, ne? Ja, finde ich gut. Nein, also ich spreche da jetzt einfach mal für die, wir hatten jetzt ja Digitalisierung und KI und Roboter, ich spreche mal für die Berufe, die auf jeden Fall nicht in absehbarer Zeit abgelöst werden durch Maschinen und durch künstliche Intelligenz. Das wird ein Thema bleiben. Wir hatten alle Punkte dafür und Gründe dafür schon erwähnt, aber es wurde ja auch gerade gesagt, es kommt jetzt erstmal keine Generation mit einem absoluten Kinderüberschuss. Ja. Bedeutet, dass die Generation, dass es jetzt so weiter plätschert und eure Generation ja leider aus dem Berufsleben dann langsam austritt. Und dementsprechend wird Personalgewinnung das wichtigste Thema überhaupt für Unternehmen. Gerade wenn nur mit Personal und nur mit Menschen die Arbeit zu vollrichten ist. Und daher glaube ich, dass das, was vielleicht vor 20 Jahren dann noch Vertrieb, Marketing und sozusagen das Produkt an sich war, sich viel, viel mehr konzentriert auf den Menschen, der am Ende dann genau das vertritt, weil Verkaufen oder die Leistung an den Mann bringen, da weniger das Thema wird. Famous last words, Christian Distelkamp. Ob sie famous sind, weiß ich nicht. Ich glaube, das Thema oder die Wichtigkeit der Young Professionals wird sich in 10 Jahren überhaupt nicht verändert haben. Die werden immer noch die wichtigste Zielgruppe sein, weil die nämlich gerade im Job angekommen sind, schon Berufserfahrungen im echten Leben erfahren haben, sich rechts und links umgeguckt haben, wie die Marketingversprechen aussahen und wie es im echten Doing jetzt tatsächlich sich dargestellt haben. Und die werden dann sehr wahrscheinlich die sein, die sich am ehesten umorientieren und Konsequenzen ziehen. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, schon so und das wird in 10 Jahren wahrscheinlich immer noch so sein. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an alle, die hier saßen und mitgemacht haben. Vielleicht nochmal einen Riesenapplaus für die Podiumsrunde. Wir bleiben uns heute Abend ja auch erhalten, denn es gibt hiernach noch ein Get-Together und dann können wir über all die Dinge noch viel, viel ausführlicher, detailreicher und vor allen Dingen auch länger reden, denn für heute ist die Zeit sozusagen rum. Das war das I2B-Meetup hier aus dem Tabakquartier in Bremen. Und ich soll noch ganz, ganz doll Danke sagen an die Abarth AG als I2B-Partner, an die Adler Solar AG als I2B-Partner, an Bluebird Facility, ebenfalls I2B-Partner, ich lerne es noch, und an die Techniker Krankenkasse. Da ist der Matthias Krawatzki, glaube ich, hier im Haus. So, das ist, wie heißt der? Kurzawski, natürlich. Da ist er. Entschuldigung. Aber ich glaube, das kennen Sie, ne? Ja, habe ich mir gedacht.
Die nächste I2B-Meetup-Veranstaltung ist am 9. Mai in der Bremer Innenstadt. Wo genau, wird noch nicht verraten. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen tollen Abend. Und allen, die am Screen mitgemacht haben, wünsche ich Ihnen hoffentlich, dass Ihnen das gefallen hat. Und jetzt können Sie auf Pause drücken. Dankeschön und tschüss.